Herzlich willkommen. Ein Q-Talk-Spezial gemeinsam mit Podium E. Überwachungsstaat Österreich, Vorratsdatenspeicherung, ein Resümee. Wir haben kurz vor dem 1. April uns überlegt, wie lang braucht es eigentlich, bis sozusagen die großartigen Erfolge der Vorratsdatenspeicherung wirken. Da ja 6 Monate gespeichert werden soll, müssen wir ja eigentlich jetzt in einem kriminallosen Österreich leben können, da jetzt sozusagen ein Drittel der maximalen Speicherungsdauer schon vorbei ist und das ja eine Maßnahme ist, um sofort Kriminalität A bekämpfen zu können und B zu verhindern. Und da haben wir gesagt, naja, jetzt müssen wir ja eigentlich in einem Österreich leben, wo es keine Kriminalität mehr gibt. Ich habe aber bis jetzt, also vom Innenministerium, glaube ich, noch keine Erfolgsmeldung gehört, dass sich irgendwas zum Besseren gewandelt hätte. Und es freut mich, heute ein sehr breites Podium begrüßen zu dürfen, weil Überwachung, Datenschutz kein lokales Thema mehr ist, sondern ein zumindest europäisches. Wir müssen leider heute auf die ÖVP verzichten, die der Meinung ist, es gibt alle 5 Jahre Wahlen und es reicht sich dann, den Bürger zu stellen. Also von der ÖVP gab es weder eine positive noch eine negative Rückäußerung. Alle anderen österreichischen Parteien haben sich zurückgemeldet, haben auch ihr Kommen zugesagt. Und der Herr Betzner ist gestern erkrankt und der Herr Ehrenhauser, dessen Kind ist krank und lässt sich auch entschuldigen. Also mit Krankheit, das hat man leider nicht im Griff. Jemanden nicht zu schicken, ist, glaube ich, schon auch ein sehr deutliches Signal, was man vom Volk hält. Ansonsten darf ich begrüßen Nationalrat Werner Herbert von der FPÖ. Schönen Danke guten fürs Abend. Kommen. Danke. Dann weiter links bei mir außen Christian Marin von der Piratenpartei Wien. Ahoi. Und auf der rechten Seite Albert Steinhauser von den Grünen. Hallo. Danke fürs Kommen. Und vom Europäischen Parlament Josef Weidenholzer von der SPÖ. Danke fürs Kommen. Also ganz bewusst von allen Parteien, ich sage das immer dazu, wir sind ganz bewusst überparteilich, weil Bürgerrechte nicht parteipolitisch getrieben sind, sondern wenn es einmal keine Bürgerrechte mehr gibt, dann haben wir auch keine Demokratie mehr. Wenn man aber die Entwicklungen sieht, die zurzeit in Europa stattfinden, ist man der Meinung, dass also unser Datenschutz oder unsere Bürgerrechte keinen Wert mehr haben. Wie viel Spekulanten den Wert eines Menschen betrachten, also die Privatsphäre, das hat uns die Börse gestern erzählt, die der Meinung ist, dass unsere Privatsphäre ca. 100 Euro wert ist. Das war der Börsengang von Facebook, die ja vom Verkauf unserer Privatsphäre leben. Einleitungsthema, Vorratsdatenspeicherung. Ich darf mal gleich beginnen, weil die Vorratsdatenspeicherung soll ja ermöglichen, dass Kriminalität sofort aufgeklärt werden kann. Herr Weidenholzer, SPÖ, Regierungspartei, hat natürlich als Regierung die Aufgabe, für Sicherheit im Volk zu sorgen oder im Staat zu sorgen. Hat die Vorratsdatenspeicherung dieses Ziel erreicht oder brauchen wir noch mehr Überwachungsmaßnahmen, um endlich den kriminalfreien Staat zu bekommen? Ja, ja. Wir sind als Vertreter von Parteien eingeladen, aber natürlich auch in der jeweiligen Funktion, ja, wo wir tätig sind. Ich persönlich glaube, dass die Vorratsdatenspeicherung ein großer Fehler war. Das Ganze ist von europäischer Ebene ausgegangen. Das war dort ein Fehler und auch die Umsetzung, die jetzt also bis auf Deutschland eigentlich von allen Ländern durchgeführt wurde, glaube ich, war auch in Österreich nicht so, dass das genau wirklich auch
diesen Intentionen entsprochen hat, sondern die Rechtsanwaltskammer hat es nicht, finde ich, nicht ganz von ungefähr als eine überschießende Reaktion bezeichnet. Also ich glaube auch, mit dem gegenwärtigen europäischen Rechtsbestand hätte man auch anderes machen können. Soweit ich das jetzt sehe, wird das Ganze auf europäischer Ebene sehr bald wieder diskutiert werden und hoffentlich auch das eine oder andere korrigierbar sein. Ich halte das grundsätzlich für eine Fehlentwicklung. Ich glaube auch, soweit das auch meine Kontakte mit der Polizei und Nachfragen bei der Polizei ergeben haben, dass es eigentlich nicht wirklich eine große Hilfe ist bei der Aufklärung von Verbrechen. Es ist eher sowas wie nice to have, das man ganz gerne auch hat, wenn man auf zusätzliche Daten zurückgreift. Aber die Vorratsdatenspeicherung ist nicht dafür ausschlaggebend, ob es bei uns Kriminalität oder Terrorismus gibt. Das ist, vielleicht kann man es so erklären, in der Zeit damals vielleicht auch eine überschießende Reaktion einzelner europäischer Länder gewesen, das durchzuführen. Im Laufe des Abends haben wir vielleicht noch sehen, ich glaube, dass da mehr dahinter ist und dass es da auch ein Kalkül gibt. Also noch einmal, ich glaube, es war nicht notwendig und wäre ich im Nationalrat gesessen, hätte ich dagegen gestimmt. Darf ich gleich eine Frage nachsetzen? Sie sitzen ja im Europäischen Parlament. Es gibt ja seit, glaube ich, fast einem Jahr überfällig einen Bericht der Vorratsdatenspeicherung von der Kommission über den Erfolg. Wird die Vorratsdatenspeicherung eventuell von europäischer Seite gekippt werden? Ja, da gibt es einmal mal die Frage, wie wird das Orakel des Europäischen Gerichtshofs urteilen? Da gibt es verschiedene Vermutungen, dass da vielleicht sogar unter Umständen irgendein sensationelles Urteil sein könnte. Die irische Klage ist immer noch anhängig. Man erfährt aber eigentlich wenig, das ist wirklich auch von der Gerüchte, wenn man nachfragt, erfährt man eigentlich wenig, wie der Stand ist, wann also da mit einem Urteil zu rechnen ist. Dürfte aber nicht mehr sehr lange dauern. Und ich glaube, von daher, da wird sich ein bisschen auch die Kommission dann danach richten, wie sie die Richtlinien da, wie sie die Richtlinien dann novellieren will. Aber soweit man also von der Erhebung der Kommission weiß, ist es so, dass eigentlich die Vorratsdatenspeicherung europaweit völlig unterschiedlich gehandhabt wird, mit unterschiedlichen Speicherfristen, mit unterschiedlichen Zugriffen. In Polen gibt es Zugriffe, die über 1 Million Zugriffe, in anderen Ländern ist es auf einige tausend Zugriffe beschränkt. Also es gibt keine einheitliche Handhabung dieser Materie und von daher würde ich glauben, dass auch die Novelle in eine bestimmte Richtung geht. Man wird wahrscheinlich die Fristen verkürzen, und was man so hört, und man wird möglicherweise auch die Industrie dafür entschädigen, weil gerade aus Seiten der Industrie große Vorwürfe kommen, dass das immense Kosten verursacht, die man nicht selber tragen will. Aber das ist jetzt alles viel mehr auf der Gerüchtebörse. Ich rechne damit, dass im Herbst diese Materie wieder im Europäischen Parlament liegen wird und dass es dann wieder auch Möglichkeiten gibt, vielleicht das zu korrigieren, was man vor 6 Jahren vollkommen überschießend und falsch gemacht hat. Gibt Leute, die in Österreich versuchen, die Vorratsdatenspeicherung zu bekämpfen. Auf der einen Seite die Landesregierung in Kärnten und auf der anderen Seite gibt es eine Initiative, eine Bürgerinitiative, die mit Unterstützung auch der Grünen zurzeit tätig ist. Ich würde gerne erst mit der Kärntner Geschichte beginnen, weil nach meinem Wissen hat die Kärntner Landesregierung, hat ja das Recht, Gesetze, die ihrer Meinung nach gegen die Verfassung verstoßen, vom Verfassungsgerichtshof anzuklagen oder anzufragen. Und das ist ja auch schon erfolgt. Gibt es da schon irgendwelche Rückläufe? Gibt es da schon Antwort vom Verfassungsgerichtshof? Oder auf was dürfen wir da hoffen? Nun, Sie haben recht. Die Kärntner Landesregierung hat in ihrer Eigenschaft als quasi befugtes Bundesland hier eine Klage einzubringen gegen eine, wie wir meinen, verfassungswidrige Rechtsprechung oder eine Regierungsverlage, die beschlossen wurde, tatsächlich diese Klage eingereicht. Seitens der FPÖ, haben wir uns ja schon von vornherein nicht nur gegen die Vorratsdatenspeicherung an und für sich ausgesprochen, nicht nur auf parlamentarischer Ebene, sondern auch in meiner Eigenschaft als Mitglied des österreichischen Datenschutzrates, der ich auch angehöre,
Wobei ich auch zu dieser hier sagen möchte, dass auch der Datenschutzrat eine höchst differenzierte und ablehnende grundsätzliche Haltung gegen die Vorratsdatenspeicherung, also unabhängig jetzt vom Couleur der dort vertretenen Parteien, wie auch des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes oder auch der Kammern, die dort ebenfalls vertreten sind, weil man, und das Wort ist heute schon gefallen, eben bemängelt hat, dass es hier um eine überschießende Regelung handelt. Sie haben gefragt, ob es hier schon Rückläufe gibt. Da sind Sie etwas zu optimistisch. Gut Ding braucht Weile und auch die österreichische Rechtsprechung braucht Weile. Und gerade der Verfassungsgerichtshof, der ja hier, wie wir wissen, immer sehr gute qualitative Rechtsprechungen hier findet, wird seine Zeit brauchen, um hier Recht zu sprechen. Wir sind aber sehr optimistisch, dass wir hier Recht bekommen werden, nämlich nicht nur wir als freiheitliche Partei, sondern auch die Kärntner Landesregierung, weil wir schon bemerken können, dass hier einerseits von der EU eine Tendenz ausgeht, die generell negativ den Datenschutz und den berechtigten Interessen der Bürger auf ihren persönlichen Daten hier wissen zu wollen, was passiert mit meinen Daten, wie bekommt jemand meine Daten, wie geht man mit meinen Daten um, wo werden diese gespeichert, was geschieht in weiterer Folge, in wirtschaftlichen Abläufen mit meinen Daten, dass man hier höchst unsensibel vorgeht. Dazu gibt es eine wohl sehr starke Vernetzung mit Amerika, wo man hier einen Kniefall der EU gegenüber den amerikanischen Sicherheitsbehörden erkennen kann und die unter dem Motto große Terrorismusbekämpfung seit 9-11 alles und jedes Mittel ihnen recht ist, alles einen vermeintlichen Terrorschutz zu unterstellen, der sich aber, und das kann man hier gerade an dieser Vorratsdatenspeicherung wiedererkennen, sehr negativ zugunsten der Bürger und deren Rechte niederschlägt. Also da ist ja nur die Vorratsdatenspeicherung ist ja nur die Spitze des Eisberges. Ne? Wir haben ja dann noch ganz andere Dinge. Fluggastdatenspeicherung, nehme ich an, wird ein weiteres Thema sein. Und auch andere Betreibungen, Indekt, auch ein heißes Thema seitens der EU, wo hier Bürgerrechte systematisch eingeschränkt und minimiert werden. Aber ich möchte vielleicht noch kurz zu meinem Vorredner replizieren, weil er meint, das wird wieder in Gespräch kommen seitens der EU und da wird es möglicherweise eine Abschwächung geben, Fristenverkleinerungen und so weiter. Ich glaube, es ist nicht eine Frage der Fristen oder der Speicherlänge, ob diese Daten gespeichert werden, sondern es ist ein grundsätzlicher Zugang, darf man das? Wollen das die Bürger und ist das legitim, dass man Bürger auf diese Art und Weise bespitzelt? Dann ist es nicht eine Frage, wie viel darf gespeichert werden, wie viel darf bespitzelt werden und wie sehr können wir hier mit Fristenläufen eine Wohlgefälligkeit des Bürgers uns erkaufen, um es einmal verkürzt darzulegen. Sondern es ist eine grundsätzliche Frage, ist es legitim, wollen das die Menschen in unserem Land? Und wenn es hier eine klare Ablehnung gibt, wie in diesem Fall, dann ist das zu respektieren. Also ich bin nicht der Meinung, dass das also das Letzte wäre oder dass das meine Vorstellung wäre. Ich habe nur nüchtern beschrieben, dass wahrscheinlich dass das Ergebnis wird, dass man an den Fristen bastelt. Ansonsten bin ich sehr wohl der Meinung, dass man nicht Daten in einer unverhältnismäßigen Art und Weise erheben kann, wie das bei diesen ganzen Projekten passiert. Ja. Die Frage wollen, dass die Bürger aufgreife, würde ich noch gerne eine Frage nachsetzen. Der Verfassungsgerichtshof hat sich für zuständig erklärt. Also er hat die Klage angenommen, weil es gibt ja die Diskussion, ob der österreichische Verfassungsgerichtshof überhaupt noch zuständig ist, wenn es um EU-Recht geht. Ja, gibt es eine Grundsatzentscheidung, dass dem so ist? Also der hat es genommen und gesagt, genau. Ich bin zuständig. Also das war auch eine, wie soll man sagen, die große Frage am Beginn dieses Verfahrens, ist es möglich, dass wir auf heimischer Ebene hier dieses wichtige Verfahren überhaupt in Gang bringen können? Oder sind wir gezwungen, hier direkt
quasi bei der EU anklopfen zu müssen. Und da ist es, glaube ich, von strategisch enormen Vorteil, wenn man hier das hämische Höchstgericht in dieser wichtigen Frage damit befassen kann, wenn hier eine Zuständigkeit besteht, weil so natürlich weitaus besser auch die unmittelbaren Zusammenhänge, aber auch die Wünsche und die Quintessenzen, die hier in dieser Detailfrage ja überwiegend vorliegen, auch klar herausarbeiten kann, nämlich zum Wohle unserer Bürger. Sie haben aufgeworfen die Frage, wollen das überhaupt die Bürger? Albert, wollen das die Bürger überhaupt, dass wir da Vorratsdaten über uns angelegt werden, oder ist dein Eindruck ein anderer? Sag gleich was dazu. Ich habe ja Headset, danke. Aber ich möchte ein paar Dinge aufgreifen, die du einleitend gesagt hast. Du hast in den Raum gestellt, bei der Frage an den Kollegen EU-Abgeordneten Weidenholzer, dass die Regierung für die Sicherheit zuständig ist. Im Zusammenhang mit der Vorratsdatenspeicherung, ich lege Wert darauf, dass die Opposition auch für die Sicherheit zuständig ist, und deswegen sind wir gegen die Vorratsdatenspeicherung, weil wir sind dafür zuständig, dass es Sicherheit vor Eingriff in Bürgerinnenrechte gibt, Sicherheit vor Datenlecks und Sicherheit vor Missbrauch gibt. Also wir sind für Sicherheit zuständig und nehmen unsere Verantwortung wahr. Zweiter Punkt. Du hast gesagt, eigentlich müsste jetzt eine Art kriminalitätsfreie Zeit ausgebrochen sein. Das siehst du falsch. Ich wundere mich, dass das Innenministerium noch keine Aussendung gemacht hat. Großer Erfolg der Vorratsdatenspeicherung, schon 2 Monate kein Terroranschlag in Österreich. Das ist die Sicht des Innenministeriums. Ich warte immer noch auf die Presseaussendung, denn so wird das dort gesehen. Dritter Punkt. Der Abgeordnete Kollege Weidenholzer hat gesagt, er hätte im Wiener Parlament gegen die Vorratsdatenspeicherung gestimmt. Freut mich. Ich wollte fragen, Kollege, haben Sie schon die Verfassungsklage unterschrieben, die Vollmacht? Wenn nicht im Papier, könnten wir das noch erledigen, dann hätten wir noch einen weiteren prominenten Unterstützer, weil wir sind ja an sich überparteilich. Es hat von der Piratenpartei jemand unterschrieben, von den Grünen, von PCDÖ, FPÖ, weiß ich nicht. Also ein SPÖ-Abgeordneter in unseren Reihen würde uns natürlich freuen. Keine Frage. So, zur Frage, wollen das die Bürgerinnen? Ich glaube, wir haben ein grundsätzliches Problem. Wir haben eine Politik, die leidet darunter, dass sie einen zunehmenden Bedeutungsverlust hat. Sie kann immer weniger in wirtschaftlich schwierigen, oder will oder kann, das müssen wir debattieren, immer weniger in wirtschaftlich schwierigen Zeiten für die Bürgerinnen tun. Ja, das heißt, es ist viel in Bewegung. Und weil die Politik zunehmend an Gestaltungsspielraum, wohlgemerkt selbstverschuldet, verloren hat. Ja, man hat ja umverteilt Macht zu den Unternehmen, aber so ist es jetzt. Und weil die Politik diesen Gestaltungsspielraum verloren hat, hat man sich darauf sozusagen besonnen, jenes Feld zu betreuen, wo man noch einen Gestaltungsspielraum hat. Er hat gesagt, na, für die soziale Sicherheit der Menschen können wir nichts mehr machen, aber im Kernbereich der Sicherheitspolitik, da haben wir eigentlich noch Gestaltungsraum. Und da könnte man beweisen, dass die Politik noch was für die Menschen macht. Und da geht man folgendermaßen vor. Zuerst werden Bedrohungsszenarien kreiert und dann kommt die Politik und liefert sozusagen eine vermeintliche Sicherheit und zeigt, dass sie eh noch da ist. So, und jetzt können wir spekulieren, ob die Gruppe jener größer ist, die den Schmäh durchschauen, oder jener größer ist, die noch nicht durchschaut hat und daher froh ist, dass solche Dinge gemacht werden. Unsere Aufgabe ist zu schauen, dass jene Gruppe größer wird, die durchschauen, dass mit diesen Maßnahmen unsere Grundrechte ausgehöhlt werden, und die Unterstützung der Verfassungsklage zeigt, dass diese Gruppe immer größer wird. Und ich sage ganz ehrlich, Österreich hat ja ein unterentwickeltes Grundrechtsbewusstsein, aber ich bin optimistisch, dass hier sowas wie eine neue überparteiliche Bürgerinnenrechtsbewegung entsteht für die Grundrechte. Und das wäre toll, wenn es so ist. Insofern ist der Rest Spekulation, ob die oder die Gruppe noch größer ist. Es ist ein Ringen, würde ich sagen. Und Sie haben gesagt, die Landesregierung hat eingereicht, ihr seid ja auch dabei einzureichen, ihr sammelt noch Unterstützer. Ja, also die Seite ist jetzt, wenn es so gemacht wurde, aber so ist es vorgesehen, heute war es noch online, aber eigentlich sollte sie mit gestern so geschlossen sein, dass man sich nicht mehr eintragen kann. Man kann aber, wenn man schon eingetragen ist, Papiervollmachten schicken. Und wir würden auch Augen zudrücken, wenn man nicht eingetragen ist und trotzdem noch eine Papiervollmacht schickt, dann würden wir das sozusagen nachtragen. Wir müssen es noch heute schließen, wenn einer Woche soll es eingebracht werden, und wir brauchen einfach ein bisschen Zeit, um das administrieren zu können. Es werden halt nach und nach noch Vollmachten kommen, und wir hoffen, dass wir den 10.000 erschaffen. Das ist ja sensationell, das ist die größte Verfassungsklage der Geschichte sozusagen. Und auch hier, also uns wurde irgendwann gesagt vom Verfassungsdienst, die Österreicher haben beim EU-Beitritt einen Formalfehler sozusagen begangen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland, dass nämlich
das EU-Recht über das österreichische Recht gesetzt wurde, was in Deutschland nicht der Fall ist. Jetzt kriegt ihr die Verfassungsklage durch, also dass es der Verfassungsgerichtshof für zuständig erklärt, oder müsst ihr auch nach Brüssel? Also ich kenne diese Rechtsansicht, und was man schon wissen muss, der Weg vom Verfassungsgerichtshof ist steinig und dornig. Ja? Also das heißt, wir bringen uns dorthin, aber wie am Ende die Geschichte ausgeht, wissen wir nicht. Nur das kann am Anfang nicht die Frage sein. Wir müssen alles versuchen, und wenn es am Ende so ist, gibt es viele Problembereiche, warum man die Klage nicht zulassen könnte, auch wenn eine Abrede stellen könnte, dass man schon unmittelbar durch die Speicherung betroffen ist, dann das Argument mit dem EU-Recht. Wir werden sehen, wir müssen alle Ebenen und alle Argumente vorbringen, und am Ende bleibt uns eh nichts anderes übrig, als zu analysieren und halt Strategien zu entwickeln, wenn man vom Verfassungsgerichtshof nicht durchkommt. Aber noch sind alle Chancen offen. Schauen wir mal. Okay. Wir haben bewusst den Kreis ausgeweitet auf nicht in gewählten Gebietskörperschaften vertretenen Parteien, nämlich auf die Piraten. Piraten haben so ein großes Lebenszeichen in Österreich von sich gegeben mit ACTA, als plötzlich viele tausend Jugendliche Angst hatten, dass sie YouTube nicht mehr schauen können. Ist für Piraten Vorratsdatenspeicherung auch ein Thema, oder sind das nur wirklich die bösen Downloader und Uploader, die ihr da vertretet? Also die Vorratsdatenspeicherung ist sogar eines der zentralen Themen, weil es genau dem Credo der Piratenpartei transparenter Staat statt gläserner Bürger entgegenläuft. Und ich möchte mich da gleich beim Herrn Weidenholzer anschließen, der gemeint hat, 2006 hätte man eventuell etwas überschießend reagiert. Also im Hinblick auf Terrorbedrohungen etc. Da muss ich schon sagen, da müssen sich die handelnden oder initiierenden Personen, wer auch immer das genau war, den Vorwurf gefallen lassen, dass sie erstens einmal geschlafen haben, weil 9-11 war 2006 schon eine Weile her, und zweitens, dass sie mit der Art und Weise, mit der sie da jetzt versucht haben, eine Placebo-Sicherheit herzustellen, vom Verständnis her völlig daneben liegen. Wogegen richtet sich denn die Vorratsdatenspeicherung, oder gegen wen soll die Vorratsdatenspeicherung denn schützen, respektive deren Auswertung? Es handelt sich in erster Linie um Terrorismus und organisierte Kriminalität. Das kann man auch so nachlesen, wenn man diese Parallele zwischen dem Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung und dem Strafgesetzbuch einmal herzieht. Na, jetzt muss doch niemand glauben, dass selbst 2006 Terroristen und die organisierte Kriminalität nicht schon längst in der Lage gewesen wären, jede auch nur denkbare Vorratsdatenspeicherung zu unterlaufen. Es gibt VPN, es ist heute auch noch nur ein Bruchteil der Mail-Server überhaupt erfasst durch die Vorratsdatenspeicherung. Und wenn jetzt jemand eine hinreichend große kriminelle Energie aufbringt, um einen Terrorakt zu planen und durchzuführen, oder um, ich nehme jetzt Menschenhandel her oder sonst irgendwas, was man der organisierten Kriminalität halt so zuschreibt, na, die werden sich darauf einlassen, genau jene Kommunikationsmedien zu verwenden, die der Vorratsdatenspeicherung unterliegen, damit man sie dann leicht herausfangen kann. Ich meine, das ist doch blauäugig und naiv anzunehmen, dass so etwas funktioniert. Unsere nördlichen Nachbarn hatten die Vorratsdatenspeicherung ja bereits einmal. Das Ergebnis war eine Verbesserung der Aufklärungsquote um 0,02%, wobei der Zeitraum natürlich grundsätzlich einmal viel zu gering ist, als dass er statistisch signifikant überhaupt gewertet werden könnte. Musste auch das Londoner Polizei Department zugeben, dass diese abertausenden Videokameras überhaupt nichts gebracht haben für die Verbrechensaufklärung. Und da muss man sich schon fragen, dient dieses Unternehmen nicht vielleicht einem ganz anderen Zweck? Öffnen wir hier nicht die Begehrlichkeiten nach Rasterfahndungen zu Zwecken, die jetzt einmal so
Vorderhand überhaupt nicht publiziert werden oder in den Vordergrund gestellt werden, weil diejenigen, die man vorgibt, erwischen zu wollen, das müsste man 2006 bereits gewusst haben, dass man sie nicht erwischt. Also worin liegt der wirkliche Grund? Gleich, ja. Ich will ganz kurz von dem Kollegen Marin noch ins gleiche Horn stoßen. Eine kleine Pointe. Die Finanzierung für diese Transdatenspeicherung ist ungefähr, oder das Finanzierungspotenzial ist ungefähr 15 Millionen. Ja? Und diese 15 Millionen Kostenvolumen werden auf die Provider aufgeteilt. Ja, bis auf 20% der Kleinstprovider, die davon nicht betroffen sind, die sind davon ausgenommen und die müssen aber auch keine Vorratsdatenspeicherung betreiben. Nur ein kleines Pomodschal passend zu dem, was mein Vorredner gesagt hat. Eine Sache, die jetzt öfters hier gefallen ist, der Datenschutzrat ist eigentlich ziemlich überwiegend dagegen gewesen. Ja. Die Rechtsanwaltskammer war dagegen. Also Österreich ist ja eigentlich ein Land, wo wir Politik gemacht haben, sozialpartnerschaftlich, das heißt, es wurden die Kammern gefragt, es wurden der Gewerkschaftsbund und ich weiß nicht was gefragt, und in dem Fall hat man so als Beobachter der politischen Szene eigentlich den Eindruck, dass kein einziger der Sozialpartner das wirklich wollte, bis auf, dass die Regierung es vermeintlich zähneknirschend, also das unterstelle ich als Taktik, aber vermeintlich zähneknirschend durchgeführt hat, aber alle, die beruflich sozusagen wirklich damit zu tun haben, wie eben Ärztekammer oder Anwaltskammer, Notariatskammer und so weiter dagegen sind. Die Frage ist, warum war es eigentlich wirklich nicht möglich, in Österreich einen großen österreichischen Konsens zu finden und dagegen zu sein? Also ich glaube, ein Fehler ist schon im Jahr 2006 passiert, als man als Österreich der Richtlinie zugestimmt hat. Das war damals unter der blau-schwarzen Koalition, schwarz-blau-orange, ich weiß jetzt nicht, welche Farbe gerade damals en vogue war. Es war auf jeden Fall damals die Justizministerin Gastinger, die der Richtlinie zugestimmt hat. Und das war natürlich der Hintergrund. Ja, der rechtliche, der damals geschaffen wurde, damit später auch, das muss man schon sagen, der Druck entstanden ist, dass es national umgesetzt wird, rein rechtlich. Jetzt, wenn man es sozusagen nur rechtlich sieht, ist natürlich eine Richtlinie in innerstaatliches Recht umzusetzen. Da muss ich sozusagen sogar ein klein wenig die SPÖ in Schutz nehmen, die das erstens hinausgezögert hat, sie hat sich ein bisschen als Regierungspartei geerbt, muss man jetzt fairerweise sagen, hinausgezögert hat, plus sie hat noch versucht, mit dem Boltzmann-Institut diese möglichst menschenrechtskonforme Umsetzung, was sozusagen im Widerspruch in sich ist, so wie es keinen eckigen Ball gibt, ja, aber okay, hat man halt versucht. Aber letztendlich, und da ist dann schon der entscheidende Punkt, es wäre ein schöner Fall gewesen, wo halt auch einmal sowas wie staatliche Gebilde zivilen Ungehorsam leisten können und sagen können, die Bürgerinnenrechte sind uns mehr wert als die Umsetzung einer Richtlinie, wissend, dass das natürlich auch Konsequenzen hat, nämlich Strafzahlungen. Und dieser letzte Schritt und dieser Mut hat an der Regierung gefehlt, ja, das muss man so sagen. Aber natürlich war der Druck von der Europäischen Union durch Strafzahlungen da, und da zählen dann wahrscheinlich die Meinungen von Kammern, selbst in Österreich, eine Spur weniger. Aber der letzte Schritt, dass man sagt, so, da lassen wir es darauf ankommen, den hat man sich nicht getraut. Bei anderen Dingen ist man mutiger, zum Beispiel bei der Frage, welche Stellung soll die Datenschutzkommission haben, Da haben wir auch ein Verfahren anhängig, da will man es genau wissen. Aber und da ist man schon weiter. Genau, da ist man schon weiter. Das ist halt ein Sittenbild. Und dann gibt es schon noch das Innenministerium und das Justizministerium, beides ÖVP-Ministerium, die haben das wirklich aktiv betrieben. Und da war es ja so, dass das dann im Ausschuss war, im Justizausschuss. Das war der Ausschuss, wo wir ein bisschen schlimm waren und heimlich mitgefilmt haben. Das erzähle ich immer gern, weil die Reaktionen waren damals so originell. Ein Kollege kann sich vielleicht noch erinnern, weiß nicht, aber ich glaube auch Justizausschussmitglied. Da hat doch tatsächlich dann ein Politiker gesagt, man soll die Kamera abdrehen, weil sonst kann er nicht frei reden. Ja? Das sind die jede Überwachungsmaßnahme beschließen. Ein anderer hat gesagt, es ist das Recht auf sein eigenes Bild verletzt. Das finde ich besonders originell, wenn es Politiker sagen, die am liebsten am jeden Tag aus der Zeitung herauslachen. Okay, das war das eine, aber das, ich wollte eigentlich sagen, und damals bei dieser Sitzung ist folgender Zynismus passiert.
Ich habe damals kritisiert, dass dieses Gesetz eigentlich nie in Begutachtung war. Ja? Dann sagt doch die Innenministerin glatt, euer, das war in Begutachtung. Dann habe ich nachgefragt, wann das in Begutachtung war, sagt sie, euer. Dieser Entwurf vom Ludwig-Boltzmann-Institut, dieser Versuch der menschenrechtskonformen Umsetzung. Und dann hat sie doch den Zynismus zu argumentieren, aber der sei so kritisiert worden, dass man jetzt umschreiben hat müssen. Sprich, man hat alle Versuche, das halbwegs sozusagen mit Rechtsschutzstandards, soweit es geht, umzusetzen, rausgeworfen. Und es haben sich alle Wünsche des Innenministeriums und des Justizministeriums durchgesetzt. Also insofern gibt es schon welche, die das auch aktiv betrieben haben. Und das waren damals das Innenministerium, damals die FECTA, und das Justizministerium, damals die Bandi und Ordner. Aber ich habe auch noch nicht von den neuen Mitgliedern und Kadelworte des Widerstands gehört. Also es gibt auch klare Befürworter, die die Verantwortung tragen. Ja. Das, was ja immer wieder in der veröffentlichten Meinung drinnen steht, ist ja, dass es eine Minimalumsetzung wäre. Aus unserer Sicht ist die Minimalumsetzung nur die Zeit, die 6 Monate. Das, was dann gespeichert wird und für was es verwendet wird, ist ja weit über dem, was die EU sich eigentlich erträumt hätte. Schwere Straftaten steht in der Richtlinie drinnen. Bei uns sind es teilweise Straftaten mit einem Strafrahmen von ab über einem Jahr und beim Sicherheitspolizeigesetz sogar noch darunter. Das heißt, eindeutig überschießend umgesetzt. Nachdem schwere Straftaten nicht definiert ist, hätte die Regierung, wenn sie es schon umsetzt, auch Strafen nehmen können, ab 5 Jahren, was auch immer. Weil argumentiert ist immer das Gleiche wie beim Tierschützerprozess. Bildung einer kriminellen Organisation, da wird damals argumentiert mit Geldwäschern, mit Terroristen, mit kriminellen Vereinigungen. Dann waren es die NGOs. Diesmal wird wieder vom Terror geredet und dann sind es relativ kleine Straftaten. Ja, so führt man halt die Bevölkerung am Schmäh herum, aber wie gesagt, ich bin optimistisch, dass es immer schwieriger wird. Die Leute merken immer mehr und auch die Berichterstattung, wenn man das beobachtet, zur Vorratsdatenspeicherung, so stark ist noch nie berichtet worden und so kritisch ist noch nie berichtet worden. Die Menschen kriegen mit, auch wenn sie sich im Detail nicht erklären können, auch nicht technisch verstehen, müssen sie auch nicht, aber sie kriegen mit, dass ihre Rechte immer mehr ausgehöhlt werden und dass das mit Risiken verbunden ist. Und ich habe irgendwie das Gefühl, aber ich weiß nicht, wie ihr das jetzt, da kippt gerade was, ja. Früher war der Österreicher Sicherheit ist alles und so ein bisschen Obrigkeit staatlich, die werden das schon richten. Und jetzt kippt das eher in so ein, finde ich, so eine Grundskepsis. Aber schauen wir. VDS ist sozusagen das Hainburg des 21. Jahrhunderts. Möglich, möglich, hoffentlich. Aber wir werden sehen. Wenn man dorthin schaut, könnte das sozusagen in die Richtung gehen, als neue Geburtsstunde wieder einer neuen Bürgerbewegung. Wurscht, wie sie hoffentlich, dann, ja. wo sie sich dann entwickelt. Ich habe bewusst die Frage mit den schweren Verbrechen gestellt, weil der nächste Punkt sozusagen auf unserer Agenda sind 4 nette Buchstaben, die ACTA. Es gibt ja schon eine starke Lobby in Österreich, die gesagt hat, ey super, jetzt haben wir die Vorratsdaten, lass es uns doch bitte verwenden, um Leute, die ihre Gebühren nicht für eine Kopie bezahlen, zu verwenden. ACTA ursprünglich eine EU oder auf EU-Ebene ein völkerrechtlicher Handelsvertrag zwischen 26 oder 27 Nationen, wo es darum gegangen ist, industrielle Piraterie zu verhindern. Bitte? Oder 26, glaube ich, Länder, ne? Mit Japan. Ne? 26 oder 27 Länder. Die Uridee war, Herr Weidner, also könnten Sie uns dazu, was die ursprüngliche Idee war, bevor die Musikindustrie auf die Idee gekommen ist, das benutzen zu können? Ja, interessant ist ja beachtet auch, welche Länder nicht erfasst sind. Und es, im Prinzip ging es darum, dass man halt Piraterie, also Produkte, die quasi vorgeben, dass sie eigentlich in Europa erzeugt worden wären und so weiter, eben, dass dieser Handel unterbunden wird und dass es solche Produkte dann mit bestimmten Mechanismen und so weiter auch festgestellt werden können. Dann ist die Musikindustrie eingegangen, über das reden wir dann später, aber interessant ist, wer nicht dabei war, das ist China und Indien. Ja? Also wenn ich über Produktpiraterie rede, dann, ich habe jetzt noch einmal nachgeschaut, die sind nicht dabei, dann wäre das immerhin auch ein relevanter Faktor. Ja? Mhm. Und ja, bei ACTA ist was Ähnliches passiert, wie jetzt ihr gerade geschildert habt, so auf der österreichischen Ebene. Ich glaube, dass auf der europäischen Ebene das vielleicht, ist ja, ich würde das noch nicht für tot erklären, ja, wie das manche tun,
Aber vielleicht, also es ist zumindest zum ersten Mal da ein wirklicher Bürgerprotest in das Europäische Parlament hineingedrungen. Ja? Und das hat sich innerhalb von Ende Jänner, wo also dieser Blackout Day in Amerika war mit SOPA, plötzlich ist das Ganze gekippt und die Kommission hat in einer unheimlichen Arroganz eigentlich das Parlament nur halb informiert und da gemeint, sie könnten da jetzt einfach das durchziehen und plötzlich ist also die Stimmung vollkommen gekippt. Das war ganz interessant, das selber mitzuverfolgen, wenn die Kommission da drei Vertreter der Kommission erklären und sagen, Akte ist eigentlich nicht super. Und da sind in einem Raum, wo einmal 60 Leute sind, auf einmal 200 Leute und schauen die Vertreter der Kommission so an, ja, und so also mit einer derartigen auch Verbitterung eigentlich an, dass die gemerkt haben, da sind wir jetzt vollkommen am falschen Zug und haben dann versucht, zum Teil sich zurückzuziehen und das Ganze sind jetzt so Manöver eigentlich, aus dem Schlamassel herauszukommen, aber das Grundanliegen wird, so wie ich die Kommission kenne, nach wie vor sehr bald wieder, wahrscheinlich werden wir mit IPRE 2 und so weiter, den gleichen Quark dann wieder bekommen. Also so schnell gibt man sicher nicht auf. Aber das Interessante war, dass die Bürgerinnen und Bürger eigentlich die Abgeordneten so weit gebracht haben, dass die plötzlich nachgedacht haben, quer durch alle Fraktionen. Und ich war selber in der Ansitzung, wo dann welche gesagt haben, ja, ich vertrete meinen Wahlkreis, ich habe heute 200 Mails gekriegt, ja, und die Bürger sind wütend und ich möchte also von ihnen jetzt wirklich wissen, was da dahinter ist. Ja. Und die haben eigentlich nichts anderes gesagt, als dass ACTA nicht super ist und solche Geschichten halt. Ja. Aber in Wirklichkeit konnten sie keine Informationen liefern, weil sie nicht bereit waren, mit uns zu reden, sondern sie haben uns ja, brauchen sie ja nur zum Abnicken, dass wir Ja oder Nein sagen, weil es eben ein völkerrechtliches Abkommen ist. Aber insofern schließt sich da ein bisschen jetzt der Bogen, weil ich glaube, auch an dem Beispiel sieht man wieder, dass es heute im Jahr 2012 ein anderes Bewusstsein gibt und dass hoffentlich Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa aufwachen und sich dagegen zur Wehr setzen. Status in der EU ist zurzeit? Ja, zurzeit ist so, es ist eigentlich der federführende Ausschuss hat eine Ablehnung, der Berichterstatter, der an sich ein Befürworter war, eine Ablehnung empfohlen. Das wirklich Wichtige war die Entscheidung, die wir vor ungefähr 6 Wochen gefällt haben, nicht den EuGH zu befassen, weil wir gesagt haben, wir sind Politiker und wir müssen das selber entscheiden. Und dazu brauchen wir nicht die Gerichte. Wenn wir selber die Möglichkeit haben, Nein zu sagen, dann sollten wir das auch tun. Wir wollten also bewusst das nicht verzögern. Dieser Beschluss ist gefallen. Jetzt gibt es halt nur so ein paar so Hinhaltemanöver. Der Rechtsausschuss wird rechtzeitig abstimmen. Der Entwicklungsausschuss, der Berichterstatter heißt Zarazil, ein Tscheche, der macht jetzt noch Probleme und hat keine Zeit gehabt, den Bericht fertig zu machen, spielt also auf Verzögerung. Der Ausschuss, in dem ich Mitglied bin, der Ausschuss Liebe, also Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, hat den Berichterstatter jetzt gebeten, den vorzuziehen und wir werden also Ende, die Vorlage habe ich auch da des Berichts, die ist jetzt noch ein bisschen verschärft worden und wird dann Ende des Monats abgestimmt, sodass, wie es jetzt im Fahrplan aussieht, mit Anfang Juli die Abstimmung über ACTA im Plenum stattfinden wird. Ich würde einmal vermuten, wenn das jetzt nicht verzögert wird, und da gibt es alle möglichen Tricks, könnte es wirklich sein, dass wenn das jetzt so, wie es momentan auf Schiene steht, dass es dann Anfang Juli abgelehnt wird mit einer, würde ich einmal einschätzen, Mehrheit von vielleicht 2/3. Das wäre so das positive Szenario, weil es ist also voller Fußangeln und wie gesagt, also wenn einer Berichterstatter nicht fertig wird und so weiter. Die Kommission hat das dann auch vorgelegt im EuGH und hat eigentlich ganz was anderes gefragt, also nicht wirklich das Zentrale. Und was vielleicht auch sehr wichtig ist, der Europäische Datenschutzbeauftragte hat also das auch noch einmal bekräftigt, eindeutig als grundrechtswidrig bezeichnet. Und das ist es, glaube ich, jetzt für unseren Ausschuss auch damit klar, dass der mit Nein stimmen wird. Der EuGH hat sich schon zurückgeäußert? Nein, also in der Causa noch nicht. Weil es war ja, am Anfang hieß es,
Jetzt ist ACTA für 2 Jahre. Nein, also, unsere Position war dann, das war eben der Beschluss, war so wichtig zu sagen, wir stimmen ab, egal was der EuGH sagt. Ja. Okay. Wir sind für das verantwortlich als Gesetzgeber und wir sind aufgrund einer intensiven Überprüfung der Meinung, dass das nicht mit den Grundrechten vereinbar ist. Und daher hoffen wir, dass wir für diese Position jetzt die Mehrheit bekommen. Und zurzeit schaut es so aus, als ob es abgelehnt werden würde. Würde, ja. Wobei das natürlich dann, wenn jetzt der EuGH irgendwann, aber das ist eine Frage der Kommission und nicht mehr des Parlaments. Also das Parlament hat keine Anfrage an den EuGH gestellt, sich da bewusst. Was ist, wenn das Parlament das ablehnt? Dann ist einmal tot. Aber das heißt doch nicht, dass es dann wieder kommt. Es wird dann sehr bald wieder mit irgendwie leichte Korrekturen. Also fürchte ich. Es gibt ja schon Gerüchte und so, die halt meinen, das wird jetzt mit IPRE 2, das kommt dann im Herbst wieder und das ist es dann wieder drinnen ein bisschen anders und so. Also ich würde einmal sagen, da ist auch noch nichts dabei, weil es wäre zumindest einmal ein Zeichen, dass man einmal zu was Nein sagt, was man wirklich für einen Unsinn hält und was man aus verschiedensten Gründen her für gefährlich hält. Ja? Und ich glaube, das war jetzt eine Möglichkeit, das zu tun. Und es war gescheiter, das gleich zu machen und das nicht wieder auf die lange Bank zu schieben. Und dann. Und da wird die Abstimmung Wahnsinn? Anfang Juli. Erst war es 18. Juni, ne? Ja, das ist verschoben worden, weil eben da zu Verzögerungen gegeben. Ja. Und im Rechtsausschuss hat dann auch jemand nur einmal irgendeine zusätzliche Stellungnahme verlangt. Ja. Also eine Gegnerin und das ist, soweit ich jetzt weiß, auch ausgeräumt. Die einzige Geschichte ist also noch der Entwicklungsausschuss, der oder Berichterstatter eben noch nicht fertig war, aber theoretisch könnte das Plenum auch ohne die Stellungnahme dieses Ausschusses eine Abstimmung vornehmen. Plenum hat Sommerpause oder? Es ist so der politische Wille der großen Parteien ist da, das noch vor der Sommerpause abzulehnen. Und die Konservativen stimmen dagegen? Zum Teil. Aber die äußern sich sehr vorsichtig. Die Sozialdemokraten haben sie jetzt in überwiegenden Mehrheit, da gibt es auch wieder welche, die für ACTA sind, gegen ACTA ausgesprochen. Damit ist einmal eine Mehrheit. Die Österreicher sind dagegen, ne? Der Ottmar Karin. Also, aber jetzt sozusagen im Gesamten der Block. Ne? Der Block, aber die haben, möglicherweise werden sie ein Free Vote haben oder sowas, aber es sind sehr viele, nicht konservative ist ein Unterschied, weil das wären die britischen, die sind pro, ja. Aber halt sehr viele Volksparteien und also auch nicht, also zum Beispiel die Freiheitlichen Abgeordneten sind dagegen und so, da gibt es eine breite, also auch zusätzlich außerhalb dieser, also ich würde einmal meinen, das würde dann durchgehen, wenn es nicht verfahrenstechnisch verzögert wird. Die ACTA ist ja auch so wieder so eine nette Zwei-Ebenen-Geschichte, auf der einen Seite EU, Gemeinschaftsrecht und auf der anderen Seite national. Status in Österreich ist ja, der Ministerrat hat es beschlossen oder verabschiedet. Irgendjemand hat es unterzeichnet und jetzt müsste der Nationalrat Pfötchen heben, oder? Nein, also es ist, das heißt in der Fachsprache paraffiert. Das heißt, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sage, aber so wie ich es verstanden und so sehe ich es. Das heißt, ein Botschafter hat, glaube ich, in Tokio den Vertragstext abgezeichnet. Das heißt nichts anderes, als das ist das Verhandlungsergebnis. Aber das ist noch nicht der inhaltliche Beschluss. Dafür bräuchte es zuerst das Votum des Europaparlaments, wenn das positiv ausgeht, dann der Bundesregierung und dann des Parlaments. Das heißt, das wäre ein weiter Weg noch und die Bundesregierung hat als solches... Ministerrat hat ja gesagt. Ja, aber paraffiert im Sinn, einer Paraffierung noch nicht im Sinn eines Abschlusses, weil dafür braucht es vorher das Europaparlament. Aber richtig ist, also das soll jetzt keine Verteidigung sein, also die hätten... Die haben das Radl sozusagen im Gang gehalten, ja, die Maschine, die Umsetzungsmaschine. Also ich hoffe, dass das ACTA, das war ja wirklich verhindert worden durch den Aufschrei, der wirklich europaweit die Demonstrationen. Mir tut es jetzt sehr leid, dass der Herr Ehrenhauser nicht da ist, weil das nächste Thema ist eines, was der Alexander Sander ja sehr betrieben hat. Die Fluggastdaten. Also aber darf ich noch was zu ACTA sagen? Weil ich finde, es gibt schon noch einen spannenden Punkt. Ich meine, in der Szene werden die meisten Bescheid wissen. Es wird ja immer so getan, als ändert ACTA nichts. Es ist ACTA sozusagen eigentlich eh nur das, was schon gilt. Also zum einen mag das insofern eine Interpretationsmöglichkeit sein, weil man eh
so viel hineininterpretieren kann, dass man natürlich auch wieder anderes hineininterpretieren kann, weil der Text schwammig ist. Aber das Problem ist, selbst wenn man nur sagt, es zementiert den Rechtszustand, den wir eh schon haben, dann ist das eine Weichenstellung, weil dann heißt das nichts anderes, als dass das Urheberrecht des 20. Jahrhunderts sozusagen nach der Revolution der Kommunikationstechnologien noch einmal gesetzlich verfestigt werden soll. Ja? Und ich glaube aber, dass man eine breite Urheberrechtsdebatte braucht, wenn man einfach zur Kenntnis nehmen muss, dass sich die Kommunikationstechnologien verändert haben. Also es hat auch keinen Sinn, mit der Erfindung des Autos irgendwas zu beschließen, dass weiter die Pferde vorwärts fahren sollen. Und so ähnlich ist es da. Ja? Das ist das eine. Das zweite ist, natürlich zielt es auf zwei Dinge ab. Wie gesagt, ich mache es kurz, weil ich gehe davon aus, dass es bekannt ist. Das eine ist natürlich, dass die Provider in die Pflicht genommen werden. Und das zielt natürlich darauf ab, dass sozusagen der Druck erhöht wird, dass Zensurmaßnahmen etc. durch die Provider angewendet werden. Aber zum Zweiten, das glaube ich ist noch der viel spannendere Teil, geht es vielen darum, über das Strafrecht die zivilrechtlichen Urheberrechtsverletzungen scharf zu stellen. Ja. Wir haben jetzt das Problem, dass natürlich Urheberrechtsverletzungen, die Beweisprobleme haben, weil sie nicht wissen, wer war das und was ist passiert. Das heißt, sie brauchen das Strafrecht, um herauszufinden, wer das war. Jetzt haben wir das Problem, jetzt haben die das Problem im Strafrecht, dass Urheberrechtsverletzungen sogenannte Privatanklagedelikte waren oder sind. Das heißt, derjenige, der in seinen Rechten verletzt ist, muss die Verfolgung einfordern und dazu braucht aber den Täter schon. Das heißt, damit kommt er auch nicht weit und das Ziel der Urheberrechtsindustrie ist jetzt folgendes, das Ganze zu Offizialdelikten zu machen. Damit muss er keinen Täter mehr liefern, sondern es wird gegen Unbekannt ermittelt und die Strafverfolgungsbehörden servieren ihm dann sozusagen den Urheberrechtsverletzer, weil dann quasi der Staat als Hilfs-Sheriff beispringt. Mhm. Ja? Und dadurch, dass sie dann den Urheberrechtsverletzer kennen, greifen sie zivilrechtlich zu. Und um das geht es. Das ist genau die Debatte. Und das ist oder das könnte eine große Konsequenz sein, wenn ACTA umgesetzt wird. Ja, also im Prinzip will man, dass der Staat, die Öffentlichkeit gleichsam als Hilfs-Sheriff den Urheberrechtsverteidigern zur Seite gestellt wird, damit sie zivilrechtlich vorgehen können. Vielleicht kann ich da anschließen, was der Kollege Steinhauser, aber vorher muss ich noch was korrigieren. Den Uppercut, dass wir damals, also die FPÖ als Regierungs... Ich habe gesagt, ich weiß nicht, welche Farbe damals gerade obwohl. Also lieber Kollege, ich darf da mitteilen, 2006 waren wir schon lange nicht mehr in der Regierung, weil 2003 hat uns damals das BZÖ quasi abgelöst, um es einmal so auszudrücken. Also 2006 waren wir damals nicht beteiligt an dieser Zustimmung an den Vorratsdatenspeicherung und daher weiß ich das in allen Schienen zurück. Aber das, was der Kollege Steinhauser jetzt zum Schluss gesagt hat, nämlich, dass es hier eine Weichenstellung gibt, das ist grundsätzlich richtig. Auch das neue EU-Datenschutzrecht, nämlich sowohl die Verordnung als auch die, also Richtlinie weniger, weil das ist ja nur für die Sicherheitsbehörden, aber die Datenschutzverordnung geht ja in diese Richtung, die da sagt, das Recht auf Vergessen sind Internet soll auch rechtlich manifestiert werden. Ja, das heißt, es ist tatsächlich so, dass wahrscheinlich, und da glaube ich, sind wir sich auf diesem Tisch oder ähnlich, ACTA ist wahrscheinlich als Grundlage dafür denkbar unglücklich, weil es serviciert eigentlich nur die Wirtschaftsinteressen. Aber tatsächlich ist es schon so, dass man hinsichtlich des Urheberrechtsschutzes und gerade aus dem Bereich der Kunst oder auch der Künstler kommt ja vielfach der Wunsch, hier Rechtssicherheit auch endlich zu bekommen, nämlich speziell was ist mit der Musik, mit den Kunstwerken, die über Internet vervielfältigt dargeboten werden, oft ohne Wissen des Urhebers, ohne Zustimmung des Urhebers. Aber nicht nur jetzt Künstlerkreise, sondern auch, wenn ich heute in einem Forum eine Aussage tätige und die wird verfälscht wiedergegeben, wie komme ich zu meinem Recht, dass ich quasi hier zumindest eine Richtigstellung einfordern kann. Das wird wohl eine Herausforderung in einem weltweiten Internet der Zukunft sein. Da wird es wahrscheinlich auch notwendig sein müssen, dass man international hier ein Regelwerk schafft. Ich denke, dass die Datenschutzverordnung hier ein grundsätzlich ein guter Ansatz ist, wenngleich es hier natürlich das eine oder andere durchaus noch zum Diskutieren hergibt.
und es bei weitem nicht die ideale neue Regelung im Datenschutzrecht darstellt. Aber ich würde sagen, es ist zumindest besser als das, was wir bis jetzt hatten oder bis jetzt haben. Und so gesehen eine Weiterentwicklung in die richtige Richtung. Sie hatten noch? Oder ich bin schon so lange. Christian. Das Recht auf Vergessen mit dem Datenschutz in einen Satz zu bringen, das halte ich für ein bisschen gewagt, weil also ich habe selbstverständlich als Person auch das Recht auf Vergessen, aber das lasse ich mir auch nicht vorschreiben, wann ich was zu vergessen habe. An manche Dinge erinnere ich mich nämlich sehr genau und sehr lange. Noch ein kleiner Rückgriff auf die VDS, weil ich mich vorher so auf die EU-Ebene konzentriert habe. Also man darf auch die national zuständigen handelnden Personen nicht so ganz ungeschoren davon kommen lassen. Und da möchte ich dann anschließend den Bogen zur ACTA schlagen. Man hat das nicht zu Ende gedacht. Die Vorratsdatenspeicherung ist in Kraft getreten. Die Schnittstellen zur Abfrage waren noch nicht definiert. Wie die Zertifikate verteilt werden sollen, erzeugt werden sollen, wie sie überhaupt funktionieren soll, war nicht klar. Und ich meine, bitte, wir reden hier von einem äußerst heiklen Datenmaterial, denn wir reden von einem Datenmaterial, das in etwa dem entspricht, wie wenn der Briefträger Listen hat von allen Briefen und notiert hat, von wem aller ich einen Brief bekommen habe. Und das ist höchst persönliches Datenmaterial, und wer dann darauf Zugriff hat und wie sichergestellt wird, dass hier keine unbefugten Personen darauf zugreifen können, also das ist schon wichtig. Ja. Man hat aber dieses Gesetz einfach ins Rollen gebracht, nur wie man es dann umsetzen, das hat man sich nicht fertig überlegt. Und genau dasselbe Problem tritt meiner Meinung nach bei ACTA auf. Da hat man sich auch nicht überlegt, was passiert, wenn ich Materialgüter und Immaterialgüter in eine Richtlinie hineinschmeiße. Urheberrecht, gut und schön, das trifft auf viele Bereiche zu. Oracle hat erst unlängst versucht, eine Programmiersprache über das Urheberrecht schützen zu lassen, wo sie sich Gott sei Dank eine Abfuhr geholt haben. Aber du kannst jetzt eine Fälschung, und es wird immer geredet von schlechten Bremsscheiben und nachgebauten Auspuffanlagen und weiß der Geier was. Es gibt einen sehr schönen Fall, nämlich von einem Hustensaft in den USA, der über einen gefälschten Rohstoff aus China mehrere Todesfälle verursacht hat. Ja? Also hier gibt es wirklich reale Gefahren, die jetzt vom Urheberrecht relativ weit entfernt sind und genau sich auf das beziehen, was das Abkommen eigentlich sagt, nämlich Anti-Counterfeiting Trade Agreement, der Vertrag gegen den Handel mit gefälschten Waren. Ja? Und ich meine, ich glaube, wir alle wissen, dass ein raubmordkopiertes MP3 nicht gefälscht ist, sondern das ist halt kopiert. Also man darf ein materielles Gut mit einem Immaterialgut, und ganz egal, ob das jetzt Musik ist, Video, ob das Abbildungen von Kunstwerken aus anderen Richtungen sind, die darf man einfach nicht in ein Gesetzesvorhaben packen, weil da kann nur Unfug dabei herauskommen. Die Verbreitungswege von Immaterialgütern sind völlig andere wie die von Materialgütern. Und dann möchte ich noch anhängen, es ist ja sehr interessant zu beobachten, dass in einer Branche, von der man annehmen könnte, dass ihre künstlerische Schöpfung, nämlich die Modebranche, besonders wichtig ist, dass aus dieser Branche überhaupt keine Urheberrechtsklagen bekannt sind. Das Einzige, was bekannt ist, sind Markenrechtsklagen. Wenn irgendwer ein Krokodakel wo drauf näht, dann wird er natürlich sofort verklagt. Aber wenn jetzt jemand ein Lagerfeld oder sonst was Kostüm nachschneidert und verkauft,
interessiert das in der Modebranche überhaupt niemanden. Da gibt es keine einzige Klage betreffend dem Urheberrecht. Ja? Also man muss, glaube ich, sehr fein unterscheiden, in welchem, oder was heißt sehr fein, man muss überhaupt einmal und etwas feiner unterscheiden, von welchem Bereich reden wir. Es war erst vorgestern, glaube ich, ein sehr launiger Artikel in der Zeit, wo ein Journalist geschrieben hat, naja, er würde sich schon wünschen, wenn jemand seinen Download damit begründet hätte, dass er jetzt den letzten Roman vom Autor so und so schnell mal lesen wollte. Also den Schriftstellern wäre das schon ganz recht, wenn sie diese neuen Transportmittel vernünftig ausnutzen könnten. Und es geht auch gar nicht gegen die Urheber, wenn wir gegen ACTA auf die Straße gehen. Es geht um die industriellen Strukturen, die sich zwischen den Urheber und den Verbraucher gestellt haben und zum Schaden dieser beiden Endpunkte der Verwertungskette. Der Urheber ist heute in Wirklichkeit ein armes Schwein. Er kriegt für seine CD, für sein filmisches Werk, für seine Schriftstellerei, er bekommt einen Bettel. Der Verbraucher zahlt mehrfach für ein und dasselbe, was er bekommt. Ja, ich bringe da immer gern das Beispiel von meinen Genesis-Platten, die immer dann irgendwann einmal, weil mir die Verwertungsindustrie gesagt hat, CDs halten 100 Jahre, habe ich mir CDs gekauft, die waren dann nach 10 Jahren hin, jetzt müsste ich mir es noch ein drittes Mal für iTunes kaufen und dann wahrscheinlich noch ein viertes Mal für meinen zweiten Player. Also da bin ich jetzt wirklich nicht bereit, mich auf eine Urheberrechtsdiskussion einzulassen, wo es um einen angeblichen Schutz von Urhebern geht, beziehungsweise der Einkommen von Urhebern, ja, sondern da muss ich schon die Frage etwas genauer stellen und sagen, cui bono. Also ich glaube, insgesamt war die Verknüpfung von ACTA, also einem industriellen Fälschungsabkommen oder Schutz gegen Fälschungen mit Grundeinkommensdiskussionen von Künstlern, dass das vermascht wird, ist insgesamt meines Erachtens sehr, sehr schwierig, weil die Copyright-Diskussion hat nichts damit zu tun, dass jetzt irgendwelche Plagiate im Umlauf sind. Und hier hat sich meines Erachtens einfach eine Industrie angehängt, eine Diskussion loszulösen, um zusätzliche Einnahmen zu lukrieren. Das Interessante ist, vor 14 Tagen oder 3 Wochen hat in Amerika der oberste Gerichtshof eine Grundsatzentscheidung getroffen, dass das Nachprogrammieren von Ideen nicht unterm Copyright liegt. Also das ist ja immer so das Problem, wenn ich sozusagen erfinde, dass was runterfällt, dann habe ich die nächsten 80 Jahre daran ein Copyright. Der amerikanische oberste Gerichtshof hat jetzt eben entschieden, dass die Idee ist nicht schützenswert. Also ich kann zwar programmieren, also das ist für die Programmierer interessant, ich kann was programmieren, dafür kann ich auch ein Geld verlangen, kann für die Kopie ein Geld verlangen, aber wenn jemand anderer auch den Bubble Sort programmiert, dann ist das bitte nicht mehr lizenzpflichtig. Sie wollten... Ja. noch vielleicht nochmal zurück zu dieser ACTA-Geschichte, das ist genau der Punkt eigentlich, es geht wirklich nicht darum, dass jetzt irgendwessen Eigentumsrechte oder so verletzt werden. Aber wäre ich ein Berater, politischer Berater für die Europäische Kommission, dann würde ich Ihnen auch nahelegen, fangt jetzt mit den Künstlern an. Ja? Und ein bisschen so war es ja auch, also die ganzen Diskussionen sind ja ganz abrupt dann entstanden eigentlich. Und ich glaube, dass man, sagen wir mal, einfach eine faire Diskussion über Urheberrecht im 21. Jahrhundert brauchen. Und das ist einfach was anderes. Unabhängig von ACTA. Unabhängig von ACTA. Ja. Und ACTA hat halt versucht, die Interessen der Musikindustrie da irgendwie da hinein zu schummeln, würde ich fast sagen. Das war so quasi, wie wenn man einen Kontinent entdeckt und dann steckt man Claims ab. Und es ist einem eigentlich egal, ob da schon wer wohnt, so ungefähr. War das Spiel, ja? so wie man... Industrie, aber nicht der richtig. Künstler. Ne? Und das so ungefähr ist dieses Spiel gewesen. Und das wird weitergehen, weil es da um viel Geld geht. Interessante Entwicklung ist auch diese
CISPA in Amerika, wo ja auch wieder der Versuch der Kriminalisierung über den Titel Cybercrime, da sollte man auch, glaube ich, auf europäischer Ebene viel mehr drauf schauen. Das sind einige Dinge jetzt, die in den Ausschuss bei uns kommen, wo ich, wenn ich ganz unbedarft wäre, einfach sagen, ja, Cybercrime, super, da müssen wir was dagegen tun. Wenn man aber dann genauer hinschaut, sind da unter Umständen Entwicklungen verborgen, die genau wieder die ganzen Dinge wieder zurückführen. Ja. Und was ich glaube, wir denken viel zu sehr national und europäisch. Wir sollten viel mehr die Diskussion in den USA mitverfolgen. Das schaut so aus, als wenn da zwei verschiedene Dinge sind. Und ACTA zum Beispiel würde auch die USA betreffen. In den USA hat der Senator Ron Wyden von Oregon jetzt eine Initiative gestartet, weil er der Meinung ist, dass ACTA vor das amerikanische Parlament, also Senat oder Kongress, kommen muss. ACTA wird in Amerika nämlich nicht von dem Parlament diskutiert, sondern das ist ja so in der Executive Agreement. Das heißt, es wird nur zwischen der Regierung und den Europäern unterzeichnet. Das heißt, es gibt überhaupt keine parlamentarische Debatte. Und das sind Dinge, glaube ich, auf die man viel mehr Wert legen müssten. Wir müssten, glaube ich, auch schauen, dass wir mit den Parlamentariern in Amerika in Kontakt kommen, weil die haben die gleichen Probleme. Die sind genauso wütend und interessanterweise sowohl von den linken Demokraten als auch bei den rechten Republikanern. Da gibt es ganz eigenartige Koalitionen, aber das Interessante ist, dass sich da auch Widerstand regt und man sollte also diesen Schulterschluss gerne mit den Amerikanern machen, weil wir das ja gesehen haben, gerade bei diesen ganzen Flugdatenabkommen und so weiter, was da transatlantisch passiert. Und vielleicht nur den einen Punkt, wie Kollege Herbert angeschnitten hat, die Datenschutzverordnung. Es ist für mich sehr interessant, dass wir, bevor wir im Parlament jetzt die Datenschutzverordnung diskutieren, noch schnell über ein Datenschutzabkommen mit den USA diskutieren sollten und das unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und das in großer Eile, wenn wir also bis Ende Juni auf dieser Ebene eines Executive Agreements mit den USA terminologische Klärungen vornehmen. Also da sieht man auch schon wieder, was da eigentlich läuft, obwohl ich vielleicht das ganze Spiel auch nicht begreife, aber zumindest kann man ungefähr erahnen, dass es hier offensichtlich große Gruppen der Industrie sind, die da transatlantisch ihre Interessen durchsetzen wollen. Und da sollte man vielleicht den Schulterschluss mit den Amerikanern, den Konsumenten und so weiter dort stärker in den Mittelpunkt rücken, weil wir nur sowas bewegen können. Ja? Und die sehen wieder einen anderen Teil dieser Medaille. Ja? Wir sehen nicht das Ganze. Die das wollen, die sehen alles natürlich. Ja? Ich glaube, da ist ein wichtiges Stichwort auch gefallen. Viele dieser Verhandlungen sind ja auf WTO-Ebene, also nicht auf Regierungsebene, sondern auf einer ganz anderen Ebene, die abseits von den Parlamenten stattfinden, die uns aber trotzdem natürlich ketten. Ich möchte jetzt ACTA nicht abdrehen, wir können gerne über ACTA weiterreden, weil es, glaube ich, wirklich unser Leben die nächste Zeit noch sehr beeinflussen wird. Aber das Stichwort Passenger Name Record ist schon gefallen. Es wurde ja jetzt das Abkommen mit Amerika verabschiedet. Dort hieß es, dass ja dort nur noch das festgeschrieben wurde, was sie eh schon seit langem tun und was sie eh schon haben. Und es sei ja jetzt, also das ist das, wo ich dann langsam immer grantig werde, wenn mir das Abgeordnete erzählen, sagen, ja, wir tun ja jetzt eigentlich das nur in Gesetze fassen, was wir eh schon die letzten 10 Jahre gemacht haben. Es werden ich glaube, 70 Datensätze pro Reisenden an Homeland Security übergeben, also auch dort nicht an die Regierung oder nicht an, sondern wirklich an eine Behörde. Und die, mein letztes Wissensstand, ist für 15 Jahre gespeichert werden. 5, oder? Ich habe 15 irgendwann gehört, aber will da nicht über die Zahl diskutieren, weil es auch irrelevant ist. Genau. Weil die löschen es eh nicht im Zweifel. Ja, bitte. Entschuldigung, wenn ich mir jetzt das Wort. Aber das hängt da mit der Materie zusammen. Ich war im Ausschuss intensiver mit dem beschäftigt. Wir haben dann, ich habe dagegen gestimmt, wie viele andere, wir haben verloren.
Aus meiner Fraktion waren sehr viele dafür, interessanterweise die Briten und so weiter, so kann man sich irgendwie ausrechnen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema war einfach, dass dieses Abkommen schlicht und einfach auf amerikanischen Druck zustande gekommen ist. Es war die Staatssekretärin im Homeland Security Department, was auch immer, da. Der amerikanische Botschafter war sehr häufig anwesend und die Amerikaner haben großen Wert gelegt, dass dieses Abkommen nun endlich über die Bühne gehen soll. Wir waren dagegen, weil wir gesagt haben, erstens einmal ist nicht mehr von Terrorismus die Rede, sondern man redet von Terrorismus und schweren Verbrechen bis zu 3 Jahren Strafrahmen. Wenn man die amerikanische Situation kennt, weiß man, was man mit 3 Jahren Strafrahmen, da kann man alles Mögliche. Das war das Zweite, die Speicherzeit, das nicht klar war. Die sind zwar nur eine kurze Zeit personalisiert, dann werden sie entpersonalisiert, man kann es aber trotzdem wieder personalisieren im Tatverdacht. Und im Prinzip sind die Daten ewig gespeichert. Meine Kollegin, die Kollegin Sippel, die Amerikaner waren sehr informationsfreudig, haben uns eingeladen. Die Kollegin Sippel ist nach Washington gefahren, hat sich das angesehen, ist zurückgekommen und hat gesagt, jetzt ist sie erst recht dagegen, ja? Weil die Amerikaner wortwörtlich gesagt haben, Daten sind immer gut. Also Daten sind immer gut und das mag schon sein, dass sie persönlich nicht mehr verwertbar sind, aber das Problem ist ja, dass man damit ganz bestimmte Raster erstellt, dass man da ganz bestimmte Bedrohungsbilder erstellt, dass man da sich Realitäten schafft, die es eigentlich gar nicht gibt, weil man es halt gerade so ausrechnen kann. Ja, die kennen wir von der Ökonomie, die und die Sachen hat man nicht, aber mit den Sachen, die man hat, rechnet man schön in wunderbaren Graphen, so ungefähr. Das ist die Bedrohung. Und das Dritte ist, die Amerikaner haben... Es ist an sich so, dass die Europäer gesagt haben, wir wollen nur Daten, die wir auf Push-Basis hergeben und nur in Ausnahmefällen Pull-Data. Es ist aber so, dass die Amerikaner im Tag tausende Daten pullen. Also das ist eher der Regelfall. Und nur abschließend eine, also 3 Zahlen, es fliegen Millionen Menschen über den Atlantik. Im Vorjahr sind 700 Menschen zurückgewiesen worden, durften in die USA nicht einreisen. 24 Personen, da sieht man, was das für ein Blödsinn ist, ja? 24 Personen wurden inhaftiert. Wir wissen nicht, was mit denen passiert ist, ob das also jetzt wirklich berechtigt war oder nicht, ob die verurteilt wurden, das wissen wir nicht, aber wir wissen von 24 Festnahmen. 700 zurückgeschickt, Millionen fliegen hin und her. Also diese Daten haben mit dem überhaupt nichts zu tun. Da geht es um ganz andere Sachen, dass man da einfach dann Zugriff hat und Informationen kriegt, die vielleicht für die amerikanische Wirtschaft von Bedeutung sind, dass man weiß und so weiter. Also das ist außerhalb dieses Rahmens und darum bin ich so dagegen, weil das wirklich etwas war, was absolut nicht notwendig war, was überhaupt nicht unserer Sicherheit als Passagiere gedient hat, sondern ganz anderen Interessen. Wir haben uns nur ja, Geheimdienste und so weiter und Wirtschaft, Swift, genau. Swift ist ein heißes Thema. Swift ist ein gutes Thema, weil ich mich da gerne reklamieren darf. Also absolute Zustimmung zu dem, was mein Vorredner noch gesagt hat. Vielleicht noch ergänzend, die Amerikaner haben zum Datenschutz keinen Bezug. Ja? In Amerika gibt es keinen Datenschutz. Wenn du heute den amerikanischen Durchschnittsbürger fragst, was ist Datenschutz, das interessiert ihn nicht. Ja, das ist ungefähr wie der Sand am Meer. Keiner hat keinen Stellenwert dort. Darum ist es auch so leicht, dass die amerikanischen Sicherheitsbehörden innerstaatlich, Homeland Security, diverse Geheimdienste und vieles mehr, das da sehr oft miteinander gegenseitig sehr erfolgreich konkurrenzieren, hier so uneingeschränkt walten und schalten können. Ja? Es gibt dort kaum datenschutzrechtliche Standards, gibt es einfach nicht. Und wenn, dann sind es vereinzelte Lichtblitze, die aus einer Bürgerbewegung entstehen. Aber sicherlich nicht, die aufgrund einer umfangreichen Gesetzesmaterie und im gesetzlichen oder im politischen Ablauf passieren. Die Fluggastdatenspeicherung ist eine Sache, die nicht nur absolut widersinnig ist, wie klar herausgearbeitet hat, weil es einfach... Das Wort überschießend, das ist schon ein paar Mal gekommen, ich darf es nicht mehr gebrauchen, nicht nur überschießend in der Darlegung und in der Anwendung passiert, sondern weil es völlig nutzlos ist.
Ja? Ähnlich wie Vorratsdatenspeicherung quasi für den kriminalpolizeilichen Erfolg quasi keine Relevanz hat, außer dass man viel Daten sammelt und dass man eventuell, wenn es darauf ankommt, Vergleichsmöglichkeiten hat, aber die viel oft politisch vorgegaukelte Illusion, sowohl mit den Fluggastdaten oder Vorratsdaten, wird aufgrund der Vernetzung von Daten, Prävention erzeugt, sicherheitsvorbeugend für die Bevölkerung erzeugt. Das ist ein Irrglaube, das ist ein Unsinn. Ja? Ich bin selber Polizist, sage ich mal. Ja, ich weiß, von was ich rede. Das heißt, es ist zuerst schon mal gefallen, auch innerhalb der Polizei wird dieses Instrumentarium als, wird der Kollege Weidholz sagen, ja, nice to have, als nettes Drumherum gesehen, aber für die kriminalpolizeiliche Tätigkeit im Alltag quasi wertlos. Und wenn ich schon dabei bin, es gibt noch ein Abkommen, das wir erst unlängst im Parlament diskutiert haben, nämlich es ist das, damit ich das korrekt, das Abkommen über die Zusammenarbeit bei der Verhinderung und Vertiefung, wie heißt das, Abkommen zwischen Österreich und Vereinigten Staaten für die Vertiefung der Zusammenarbeit bei der Verhinderung und Bekämpfung schwerer Straftaten. Mit den USA. Ne? Mit den USA. Hochinteressant, weil es dort nämlich um den Datenaustausch einerseits Genmaterial und andererseits biometrische Daten handelt. Ja? Und wenn man dann weiß, was dort in einem Artikel 12 steht, ich darf den kurz zur Kenntnis bringen, personenbezogene Daten, aus denen die Rasse oder ethnische Herkunft, politische Anschauungen, religiöse oder sonstige Überzeugungen oder die Mitgliedschaft in Gewerkschaften hervorgeht oder die Gesundheit oder das Sexualleben betreffen, dürfen nur zufügen unter besonderen Voraussetzungen. Unter besonderen Voraussetzungen. Werden nicht näher definiert. Ja? Wobei sich der Rückschluss ergibt, wer ermittelt denn solche Daten? Ja? Die Frau Innenminister hat mir das nicht sagen können. Weder im Datenschutzrat, die hohen Beamten, noch die Frau Innenministerin im Ausschuss. Ja? Weil ich habe damals gesagt, auch wenn, da wurde das so dargestellt, als sei das eine Schutzbestimmung. Ja? Ich habe gesagt, ja, aber aus dieser Schutzbestimmung kann eine Bringschuld werden. Ne? Weil wenn es nicht will, dass es der Vertragsgegenstand ist, dann schreibe ich sowas gar nicht hin. Ne? Also ich sage, meine Behauptung, das ist einmal mehr so ein Abkommen mit den Amerikanern, was sich nahtlos in diese Reihe SWIFT, Fluggastdaten, solche Sachen, ACTA, ja, da geht es nicht darum, wirklich Sicherheit zu erzeugen, sondern Daten zu sammeln. Und wozu braucht man viel Daten? Für wirtschaftliches Profiling und Scoring, um zur Fachausdrücke zu nehmen. Die, die sich damit beschäftigen, die wissen eh, Scoring durch Datenverknüpfungen zu schauen, die wirtschaftliche Kaufkraft von Personen festzustellen und deren Konsumverhalten Bewertungen. Genau, Bewertungen. Schlicht und einfach. Und das andere ist einfach, Verhaltensmuster zu erstellen, damit man weiß, wohin fahren die Leute auf Urlaub, wohin fahren die Leute am Wochenende, wo geht der hier einkaufen, ne? Damit man daraus auch wirtschaftliche Rückschlüsse ziehen kann für die Wirtschaft, für die Investitionen und für das entsprechende Werbebild, das sich daraus ergibt. Und das ist eigentlich die Quintessenz aus dem Ganzen. Ne? Und ich denke, man sollte sich bewusst sein, dass genau die Problematik im Datenschutzrecht genau in diese Richtung abzielt. Ne? Und die Frage ist, und da schließe ich jetzt wieder der Kreis, und da habe ich schon lange genug geredet, um auch den Schluss wieder zu finden. Auf der einen Seite bedarf es wirklich eines guten Datenschutzrechts in Zukunft, was sowohl die Interessen der User, des Endverbrauchers gut abdeckt, aber auch, dass im internationalen Kontext auch, sage ich mal, durchsetzungsstark ist. Ja, ich habe nichts davon, wenn ich daheim bei meinem Bezirksgericht Recht kriege und von irgendeinem internationalen Konzern verklagt wird, dass ich mein Lebensende zahlen muss. Ja? Das heißt, die Wertigkeiten müssen auch stimmen. Nur dann ist das Internet auch das Internet, was man sich alle wünscht, nämlich ein frei zugängliches Internet, das, was uneingeschränkt agieren kann, wo sich jeder auch uneingeschränkt vernetzen und verknüpfen kann. Ich wollte nur zu dem Polizeiabkommen noch einen Hinweis machen. Ich habe mit einem hohen Vertreter der österreichischen Polizei geredet und der hat mir gesagt, dass damit die amerikanische Polizei auf das gleiche Niveau wie bei uns mit dem Prümer Abkommen oder Prümer Vertrag gesetzt wird.
Das heißt, die Amerikaner können dann sozusagen wie die europäische Zusammenarbeit auch zusammenarbeiten mit uns. Vielleicht noch ein kurzes Wort. Also diese Zusammenarbeit Österreich-USA-Sicherheitsbehörden funktioniert immer noch den gleichen Schema. Sie fordern und wir bitten. Ja? Wenn wir Glück haben, kriegen wir was. Wenn wir Pech haben, meistens kriegen wir nichts. Weil es ist nämlich nicht überprüfbar, was die Amerikaner tatsächlich an Datenmaterial haben. Erstens einmal. Zweitens einmal können wir es auch nicht einfordern, weil wir nicht in der Lage dazu sind, weder sagen wir, als wirtschaftliche Großmacht, was da entsprechend Druck ausbauen könnte, noch gibt es irgendein ein rechtliches Instrumentarium, wo man sagen könnte, ich verpflichte euch jetzt, dass mir die Daten gibt. Aber Amerika auf der anderen Seite sehr wohl mit ihrer Wirtschaftsmacht, ne? Auch das Stichwort, ne, dann werden wir müssen halt alle wieder ein Visum beantragen und dann werden wir die Einreise schwieriger machen, immer wieder damit kommt, das ist ein offenes Geheimnis, das wird auch nicht offiziell, aber in der vorgenannten Hand in Innenministerium auch immer ausgesprochen, dass man hier einfach sagt, man gibt einfach nach. Ne? Und das Problem ist, dass es einmal mehr ein einseitiger Datenhighway von Österreich, von der EU in Richtung USA ist. Also da möchte ich dem Werner Herbert beipflichten und möchte das auch unterstreichen, dass die Amerikaner oder die USA insbesondere wirklich ein sehr eigenartiges Verhältnis zum Datenschutz haben. Einer der größten... Es gibt kein amerikanisches Wort dafür. Einer der größten Payment Provider, also Zahlungsdienstleister, hat voriges Jahr Millionen Kreditkartendaten verloren. Und selbst bei diesem, wie man annehmen sollte, für Amerikaner doch heiklen Thema, war das gar nicht irgendwie großartig tragisch. Visa und Master haben diese Firma zwar rausgeschmissen, aber dass jetzt irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen oder Datenschutzrichtlinien verbessert worden wären, darüber hört man nichts. Dieses fehlende Durchgriffsrecht der Europäer auch auf von Europäern in den USA gespeicherte Daten, das erschreckt mich ja besonders. Denn da wurde uns ja, korrigiert es mich, wenn ich falsch liege, aber da wurde uns ja zugesagt, es gibt einen europäischen Datenschutzbeauftragten und der darf dort einsehen, welche Daten wo, wie lange gespeichert wurden, von wem sie abgerufen wurden. Das ist, glaube ich, einmal bereits versucht worden und er hat sie gleich heute first geholt. Und wenn man jetzt dieses Fluggastdatenabkommen, das sich ja in erster Linie gegen die oder für die USA auswirkt, wenn man das jetzt auch noch, wie ich höre, auf eine europäische Ebene herunterbrechen will, nämlich alle Flugbewegungen innerhalb Europa erfassen möchte, auf dieselbe Art und Weise, dann muss ich mich schon fragen, haben wir die EU, damit wir ein Wirtschaftsraum, ein sozialer Raum, vielleicht sogar ein Finanzraum werden, aber dann versuchen wir Bewegungsprofile zu erstellen von Leuten, die sich dann innerhalb dieses noch gar nicht fertig geschaffenen Raumes bewegen und wollen das, wie die Italiener zum Beispiel, vielleicht auch noch auf Reisezüge ausweiten. Also auch hier wieder muss man sich die Frage gefallen lassen, was ist der eigentliche Grund, der hinter diesen Begehrlichkeiten, hinter diesen Datenbegehrlichkeiten steht? Warum will man immer die Daten zuerst haben und anschließend müssen sich Bürgerrechtsorganisationen oder ich darf sagen auch die Piraten darum kümmern, dass der Schutz dieser Daten auch nur annähernd gewährleistet ist. Ja? Also hier herrscht ein bisschen ein falsches Verständnis von Dienstleistung am Volk, wofür Regierungen und in meinen Augen auch die EU eigentlich da wären. Und da müsste man ein bisschen aufwachen, die Zeichen der Zeit erkennen, sich auf die geänderten Bedingungen einstellen, auf die Übertragung auf elektronischem Wege ein bisschen mehr Wert legen und hier ein bisschen sensibler agieren oder eigentlich
um vieles mehr sensibler agieren. Christian, du hast mir einen Punkt vorausgenommen. Also ich habe es hier draufstehen, die europäischen Fluggastdaten. Ich glaube, das eine ist ohne Frage, dass natürlich Amerika als jetzt sage ich ein böses Wort, Hegemonie macht, versucht, ihre Kolonien am Zaum zu halten und abzufordern. Und da müssen wir uns einfach beginnen zu emanzipieren. Wir müssen gerade als Europa sagen, dass wir nicht alles einfach abliefern dürfen und müssen. Das ist das eine. Dass wir einfach mehr Selbstverständnis entwickeln müssen, dass wir nicht Untertanen in irgendeiner Form von Amerika sind, sondern auf gleicher Augenhöhe Partner. Das andere ist, was mir viel mehr Probleme macht, ist das, was wir bei uns selber machen, also in unserer eigenen Gesetzgebung beziehungsweise in der europäischen Gesetzgebung. Wir bejammern zwar, dass mit den Fluggastdaten ein amerikanischer Aktivist hat seine Daten erklagt, was ja das Homeland Security ist, ja eigentlich nicht rausgegeben wird. Das ist ja das Perverse, also auch trotz Freedom of Information Act dürfen die Daten ja dann nicht rausgegeben werden. Und dort ist auch drinnen gewesen eine Zugfahrt. Also bereits heute werden Bahnfahrten nach Amerika geliefert, weil sonst könnte es nicht drinnen gewesen sein. Ich schätze, das war die Fahrt London-Paris, dass die erfasst werden. So, jetzt EU. Wir sind gerade dabei, alle innereuropäischen Flugbewegungen für, ich weiß nicht was, sammeln zu wollen, zu speichern zu wollen, wieder Profiling machen zu wollen. Wofür sollen jetzt die europäischen PNR sozusagen da sein? Ja. Ich möchte mich in einem Punkt ein bisschen widersprechen. Ja, ja durchaus okay. Auch dir, aber auch allen anderen oder einigen anderen. Ich sehe es nicht so, dass ja, die Amerikaner haben einen Datenhunger, schon vor 9-11, nach 9-11 auch. Aber ich sehe es nicht so, dass da die hungrigen Amerikaner sind und dort die armen Europäer, die sich nicht wehren können, sondern sie sind auf gleicher Augenhöhe. Europa ist nicht irgendwer. Und es gibt sozusagen dort datenhungrige Amerikaner und dort Europäer, die bewusst und politisch diesen Deal eingehen, weil sie in Wirklichkeit selbst ein Interesse an den Daten haben, diese Daten sammeln wollen und in Austausch treten wollen. Ja. Also es ist nicht so, dass da die europäischen Datenschützer sind, die sich sozusagen nicht der Amerikaner erwehren können, sondern nein, sowohl in Europa wie in Amerika stellen wir fest, dass sozusagen die staatliche Ordnung unter Anführungszeichen, sozusagen die Staatsmacht versucht, an die Daten der Bürgerinnen und Bürger heranzukommen und diese Daten für sich zu lukrieren. Und jetzt muss man das noch weiter übersetzen. Wer sind denn die europäischen Politikerinnen und Politiker? Das sind dann zu einem großen Teil natürlich die Ministerinnen und Minister der einzelnen Mitgliedsländer. Und damit sind wir unmittelbar bei den Verantwortlichen. Und das ist mir wichtig, weil sonst steht man vor so einem Ohnmachtsgefühl, da die Amerikaner, dort wir Bürgerinnen. Nein. Ja, dort sind die Amerikanerinnen, aber dort sind die schlechten Vertreterinnen der unterschiedlichen europäischen Länder, die dann eine Politik mittragen, die zu dem führt, was wir jetzt erleben. Das halte ich für ganz zentral. Dass man die demaskieren muss. Die muss man demaskieren und es ist sozusagen nicht, dass sich die nicht erwehren können. Die wollen sich nicht wehren, weil die haben ja ein Interesse. Das sind ja die gleichen, die Vorratsdatenspeicherung einführen und alle diese Überwachungsmaßnahmen. Wir haben über gewisse Dinge nationalstaatlich noch gar nicht geredet, die gar nichts mit der EU zu tun haben. Vom Sicherheitspolizeigesetz angefangen bis zum Terrorismuspräventionsgesetz. Wir sind ja, was wir im letzten 1,5 Jahren in Wien im Parlament beschlossen haben, man vergisst so schnell wieder, weil schon wieder was Neues da ist. Es ist im Staccato, es kommt eine Überwachungsverschärfung nach der anderen. Ja, also ich sehe da sozusagen zwei gleichberechtigte Institutionen in Europa und Amerika und wir Bürgerinnen haben die Verantwortung, die am Boden der Realität zurückzuholen und an die Grundrechte zu erinnern. Das ist die Aufgabe. Also die europäische Politik ist nicht nur Opfer des Drucks der Amerikaner. In manchen Punkten ist es schon, das stimmt. Teilweise schon beim Polizeidatenabkommen hat es einen plumpen Erpressungsversuch gegeben mit der Visafreiheit. Da hat die amerikanische Regierung gesagt zu Österreich, na, wenn sie uns die Polizeidaten nicht liefert, dann gibt es die Visapflicht für Österreich. Ja. Und? Na, sage ich, dann hätten wir es darauf ankommen lassen. Ja. Ich meine, man darf sich halt nicht erpressen lassen und das Polizeidatenaustauschabkommen ist heikel. Weil die Daten gehen nicht pauschal außer Land, so weit kann man beruhigen, aber sind sie mal außer Land, dann hat man ja als Europäer in den USA keinerlei Rechte, was mit diesen Daten passiert. Das heißt, wenn sie falsch sind,
Also kann man möglicherweise nicht mehr einreisen, weiß gar nicht warum. Man hat keine Möglichkeit, die zu korrigieren, zu löschen zu lassen. Also da ist schon weitreichend was aus der Hand gegeben worden. Ja, naja, vielleicht, das mit Löschen ist also eine Sache. Mit den Polizeidatenabkommen gibt es zwar, du kannst zwar Löschungsersuchen stellen über die Datenschutzkommission, aber das ist wahrscheinlich, wie wenn ich einen Papierflieger aus dem zweiten Stock rausschieße und hoffe, dass er recht gut und recht schnell ankommt. Aber du weißt ja teilweise gar nicht, was gespeichert ist, weil du keine Auskunftsrechte hast. Genau, das wollte ich nämlich nur dazu sagen. Aber Kollege Steinhauser, ich gebe da weitgehend recht, aber ich teile nicht die Meinung, dass da Daten gegen Daten getauscht werden, sondern ich sage, die Europäer geben Daten weiter, damit sie ihre wirtschaftlichen Interessen befriedigt kriegen. So sage ich. Ja? Spielt sich auch. Also, weil gerade was auf EU-Ebene merkt man einfach, dass dort die wirtschaftlichen Interessen einen weitaus höheren Stellenwert, um nicht zu sagen den absoluten Stellenwert haben, gegenüber Bürgerinteressen. Egal in welcher Ebene. Jetzt Datenschutz ist ein Segment davon. Aber da wird alles den wirtschaftlichen Gesamtgebilde, den wirtschaftlichen Erfolg, der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung untergeordnet. Und da nimmt man, da bin ich schon bei dir, bewusst in Kauf, dass man einfach halt dann sagt, na gut, dann tauschen wir Daten gegen unsere Vorteile in wirtschaftlicher Hinsicht. Aber ich habe jetzt eigentlich die Frage abgeschnitten, was bringen die innerstaatlichen... Ich habe eigentlich die Frage an Sie abgeschnitten, was bringen die innerstaatlichen Passagierdaten? Weil ja sozusagen, das ist ja der spannende Punkt, man redet zwar über das Abkommen mit den USA, aber die Europäische Union plant ja quasi längst in einem eigenen Bereich auch die Speicherung aller dieser Daten, was ein Beweis ist, dass es nicht sozusagen immer nur darum geht, dass die Amerikaner was von uns wollen. Auch die europäische Politik will das, sonst gäbe es diese Tendenzen ja nicht. Ne? Die Amerikaner haben ja... Ich will jetzt nichts gegen... Also es sollte nicht sein, dass man jetzt da nur Amerika-Bashing macht oder so, aber es gibt natürlich gerade in Europa einen sehr verlässlichen Freund Amerikas, das ist Großbritannien. Im Fall der Passagierdatenabkommen jetzt in Europa geht das von den Briten aus. Bei uns im Parlament von dem Abgeordneten Kirkhope, der Berichterstatter ist, der das massiv betrieben hat. Nein, Konservative. Und auf der Ebene des Ministerrates ist die Geschichte schon weiter jetzt. Der Ministerrat hat grundsätzlich abgenickt. Also das war vor zwei Wochen, glaube ich, hat grundsätzlich abgenickt, dass es ein europäisches Passagierdatenabkommen geben soll, vorbereitet von der dänischen Ratspräsidentschaft. Dagegen gestimmt hat einzig und allein Österreich und Holland. Die Deutschen haben sich der Stimme enthalten. Alle anderen Länder waren mehr oder minder mal damit einverstanden, dass es sowas wie PNA für Europa gibt, dass jetzt Flüge nach Europa und auf Europa hinaus. Und der Kompromissvorschlag war, dass Länder auch freiwillig innereuropäische Flüge verwerten dürfen. Das ist einmal so, was auf Ratsebene beschlossen worden ist. Im Parlament liegt es jetzt im Ausschuss und da gibt es andere Meinungen. Man hat jetzt, weiß ich nicht, eine Speicherfrist, glaube ich, von 2 Jahren hat der Rat beschlossen, während das Parlament von 30 Tagen geredet hat. Und das werden wir also jetzt sehen, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung, ein vollkommen, finde ich, also ein sinnloses Projekt auch, das halt abgewartet hat, bis das PNA mit den USA fertig ist und dann hat man den nächsten Schritt gemacht. Also ich glaube, gerade da wäre es jetzt wichtig, ich war selber erstaunt, dass über das österreichische Nein, ja, die österreichische und deutsche Position zu stärken, weil da auch ein bisschen anders Datenschutzbewusstsein vorhanden ist und auch von der Rechtsprechung der deutschen Gerichte und so, dass wir da versuchen, hier dem einen Riegel vorzuschieben. Sonst haben wir genau das Gleiche wieder wie seinerzeit 2006 mit der Vorratsdatenspeicherung, wo auch einzelne Österreicher dagegen gestimmt haben. Ja. Aber in der Mehrheit hat das trotzdem dann eben nicht gereicht. Also man muss jetzt anfangen, hier dagegen aufzutreten. Und von den Briten hört man halt immer wieder, dass 2005, glaube ich, bei diesen Anschlägen, dass die Täter nur aufgrund von Flugdaten inhaftiert hätten werden können und das wäre der Beweis dafür, dass man das braucht. Jetzt frage ich mich aber, eigentlich hat es dort noch keine Abkommen gegeben, ja, und das war auch
noch keine rechtliche Möglichkeit dazu da, die haben wir erst später geschaffen. Ne? Also stimmt da irgendwas nicht. Aber Sie haben jetzt gesagt, wir sind beim Schluss, also ich wollte, also für mich wären zwei Dinge wichtig. Ich glaube, dass man einerseits wirklich versuchen sollte, den Kontakt zur amerikanischen Öffentlichkeit zu suchen. Wir haben jetzt zwar eher über negative Entwicklung in Amerika geredet, aber es gibt immer sehr viele interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sehr positive Ideen haben. Und mit denen sollten wir, glaube ich, viel mehr uns absprechen, weil es die einzige Möglichkeit ist, solche Entwicklungen im Keim zu ersticken. Und das Zweite ist, wir haben halt immer gehört, Europa, Wirtschaftsprojekt, Binnenmarkt, diese ganzen Geschichten, es gibt ein Digital Scoreboard und es gibt eine Digital Agenda und alles Mögliche auf europäischer Ebene. Und es geht eigentlich immer darum, quasi halt den Kuchen größer zu machen und möglichst viel von dem Kuchen dann auch zu kriegen. Wenn man mal irgendwo über die Bürgerinnen und Bürger redet, dann immer nur unter dem Titel Verbraucherschutz. Aber es kommt eigentlich sonst nichts. Und meine Position wäre, dass wir das unter dem Gesichtspunkt der Grundrechte sehen müssen. Also nicht der Verbraucherinnenrechte, sondern der Grundrechte. Es geht bei dieser ganzen digitalen Agenda um Rechte von freien Bürgerinnen und Bürgern in einem freien Netz. Und um das sollte es uns gehen. Und das, glaube ich, ist für mich einfach irgendwie sehr bedrückend eigentlich, dass man auf so vielen verschiedenen Punkten Projekte hat und die aber nicht miteinander vernetzt sieht. Und ich glaube, wir sollten anfangen, auch eine zivilgesellschaftliche digitale Agenda zu entwickeln. Wir reagieren immer nur, ja? Wir sind immer nur so dann die Verhinderer, aber wir sind eigentlich nicht so weit, dass wir quasi auch auf Augenhöhe mit der Industrie oder mit der Politik agieren. Und solange wir eben immer nur Getriebene sind, werden wir halt immer nur verhindern und werden wir nicht wirklich gestaltende Kraft werden. Das wäre mir wichtig, also von Verbraucherrechten zu Bürgerrechten. Das wäre, glaube ich, die ganz wichtige Konsequenz. Ja, natürlich, in Österreich sollten wir uns auch unserer staatsbürgerlichen Rechte mehr bewusst werden. Ne? Da hat niemand Schaden. Ich meine, wir haben jetzt erstmalig in der EU sozusagen von die Initiative ein EU-Datenschutzrecht. Wegen der fortgeschrittenen Zeit würde ich einfach sozusagen als Schlusswort einladen, einen Gedanken zu machen. Die großen Probleme, die wir eigentlich haben, hängen damit zusammen, dass wir ein globales Netz haben mit nationaler Gesetzgebung. Und ich habe in London mit einigen Leuten aus dem Sicherheitsapparat geredet und habe dort das erste Mal eine für mich plausible Begründung, warum sie so derartig in Überwachung investieren, also von Polizei her, weil er irgendwann mir mal gesagt hat, dann und wirklich glaubwürdig begründet hat, gesagt, es ist erstmalig in der Geschichte der Polizei, dass wurscht, welchen Anstrengungen sie begehen, es dem Verbrecher gelingt, nicht erwischt zu werden. Also Hacker können sich ihre Spuren zu 100% im Internet verwischen, sie können sich in nationalen Gesetzen verstoßen, sie können also die Polizei, die ja denkt, wenn sie, weiß ich, den umstellt oder mit klassischer Ermittlung würden sie ihn erwischen. Mit dem Internet gibt es die Möglichkeit nicht mehr. Die Frage ist jetzt für uns als Zivilgesellschaft, wie schaut eine Fiktion oder eine Vision aus von einem globalen Netz mit nationalen Wertigkeiten, mit nationalen Rechten? Können wir das europäisch regeln? Können wir das, oder brauchen wir sozusagen eine globale Weltordnung mit einer Weltpolizei? Ich weiß nicht, wer will beginnen? Christian? Brauchen wir eine Weltpolizei? Also die sich dazu nur allzu oft berufen fühlen, glaube ich, brauchen wir nicht. Es ist diese Ambivalenz, die es zu lösen gilt und für die, glaube ich, auch noch niemand eine Lösung hat, nämlich die zwischen der Transparenz und dem Datenschutz. Insbesondere die aktuellen Vorhaben in der EU-Kommission, da wird publiziert, da
Transparenz während des Entstehungsprozesses und Veröffentlichung von Papieren wäre ja gar nicht notwendig, Klammern nur hinderlich. Also so weit darf der Datenschutz nicht gehen, dass er eine derartige Intransparenz schützt. Der Datenschutz muss aber sehr wohl dort greifen können, wo es um meine persönlichen Daten geht. Wo jemand zum Beispiel meine Gesundheitsdaten abfragen möchte und zu irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen verwenden. Und das ist jetzt ein paar Mal angeklungen in den letzten Minuten. Es scheinen doch wesentlich wirtschaftliche Interessen hereinzuspielen in alle diese scheinbar unzusammenhängenden Initiativen und Gesetzesvorhaben. Verwenden wir den Datenschutz als Mittel, uns gegen eine wirtschaftliche Bevormundung einiger weniger zur Wehr zu setzen? Wollen Sie gleich anschließen? Ja. Dann darf ich gleich anschließen. Ja, Weltpolizei. Also, das war nur ein Wort. Vielleicht als Polizist, der ich auch bin, natürlich sagt man oder ist man geneigt, je mehr ein Mittel zur Verfügung stehen und je mehr Optionen, die man hat, umso größer ist der oder umso breiter kann der Ermittlungsansatz sein. Es zeigt sich aber auch, und das ist gerade, wie ich schon anklingen lassen beim Thema Vorratsdatenspeicherung, dass aber viele Optionen oft auch insofern hinderlich sind, weil sie einfach Administration hervorrufen, ohne dass sie faktischen Erfolg darlegen. Und das, glaube ich, ist eigentlich der Knackpunkt. Es muss möglich sein, oder es wird möglich sein müssen, dass wir eine Regelung finden, und zwar gemeinsam mit den Bürgern, nämlich, warum gemeinsam mit dem Bürger, weil gerade ACTA gezeigt hat, wenn man über die Bürger drüber fährt, dann wird das einfach nichts. Im Gegensatz, schafft Verunsicherung, schafft zu Recht ein Verhältnis des Misstrauens. Aber nichtsdestotrotz wird es wohl möglich sein müssen, jetzt abgesehen, weit weg von ACTA, dass wir wohl eine globale Regelung finden müssen, damit man auch in einem weltweiten Netz seine Interessen, die ja durchaus differenzieren können mit denen meines Nachbarn. Ja? Weil was ich lustig finde, mit einem gefakten Video über mich oder über einen Dritten, muss er nicht unbedingt erheitern. Ja? Und Dinge, die über einen Dritten im Internet geschrieben werden und vielleicht nicht der Wahrheit entsprechen oder im besten Fall gerade nur verletzend sind, da muss es doch wohl auch eine Möglichkeit geben, dass man sich dagegen wehren kann. Das heißt, es muss hier wohl ein Mechanismus eintreten, der gerade diese Dinge möglich macht, ohne aber, und da darf ich die Worte von Kollegen Weidenholzer verwenden, das freie Netz für den freien Bürger in seiner Gesamtoption zu beeinträchtigen. Das freie Netz der freien Bürger, das ist ein gutes Wort, das gefällt mir ausgesprochen gut, soll erhalten bleiben, muss erhalten bleiben, aber es muss darüber hinaus trotzdem Möglichkeiten geben, dass seine eigenen individuellen Rechte, die sich aus Einschnitten oder die von anderen hier nicht oder beschnitten werden, auch einzubringen. So wie es klar sein muss, dass eine Behörde über meine Gesundheitsdaten nicht einfach verfügen kann und die an Dritte weitergeben muss, so klar muss es auch sein, dass ein gefaktes Video oder ein gefakter Eindruck in einem Blog einfach auch wieder verschwinden sein oder verschwinden muss. Ja? Oder zumindest die Option einer möglichen persönlichen Schadloshaltung hier geben soll. Ja? Dass das ein langer und steiniger Weg ist, ist, glaube ich, klar. Ja? Hier wird es wahrscheinlich noch vieler internationalen Bemühungen bedürfen, weil das nationale Recht alleine wird hier wohl nicht greifen. Und ich glaube, dass es hier wohl ein guter Ansatz der EU wäre, dass man hier vielleicht in Zukunft solche Interessen der Bürger
mit den Amerikanern oder sonst jemanden eintauschen würde, als wie Wirtschaftsinteresse. Das würde wahrscheinlich einen wesentlichen Mehrwert für den Bürger und für den Internetbenutzer geben, als es jetzt der Fall ist. Wer clasht? Albert? Also ich sage gleich dazu, als Grüner gefällt mir freies Netz für Freibürger auch besser als Freifahrt für Freibürger, so hat es früher geheißen. Abwandlung ist mir deutlich sympathischer. Ich glaube, dass wir uns zwei Dinge anschauen müssen. Das eine ist, der Ausbau des Grundrechts auf Datenschutz gegenüber dem Staat. Und das zweite ist der Ausbau des Rechts auf Datenschutz gegen Dritte. Ja. Das sind sozusagen zwei Ebenen. Die Europäische Union hat ja mit der Datenschutzverordnung zumindest einen ersten Versuch gestartet, der noch bei Weitem nicht reicht, aber insofern meiner Meinung nach schon einen guten Ansatz hat, als er das einmal versucht, eine Harmonisierung einzuziehen. Das heißt, dass es zumindest innerhalb der Europäischen Union einen ähnlichen Datenschutzlevel gibt. Jetzt müssen wir noch streiten, ob das der Datenschutzlevel ist, den wir wollen. Aber der Schritt ist richtig, weil bisher haben wir ja in der Wirtschaft sagt man Standortwettbewerb, aber es war praktisch auch ein Standortwettbewerb gehabt, dass nämlich gewisse Firmen dorthin gegangen sind, wo die niedrigsten Schutzstandards im Datenschutzbereich waren. Dass Facebook in Dublin sitzt, ist ja kein Zufall und nicht in Wien oder woanders, sondern das wird wohl mit dem irischen Recht zu tun haben. Das heißt, die Harmonisierung einzuziehen ist der richtige Schritt. Die Frage ist natürlich, welcher Standard? Da liegt auch ein großes Risiko, weil das kann natürlich dazu führen, dass in manchen Ländern Datenschutzstandards absinken. Ja? Also richtige Debatte mit gewissen Risiken. Spannend wird die Frage der Rechtsdurchsetzung. Da bin ich mit dieser Datenschutzverordnung noch nicht zufrieden, weil da könnte es im Worst Case passieren, dass man über einen sehr steinigen Weg dann in einem Drittstaat zu Gericht ziehen muss und das ist untauglich. Ja? Es muss immer der Wohnsitz der Ort sein, wo man sein Recht einklagt. Ansonsten sage ich natürlich, müssen wir über die Nationalstaaten hinausdenken. Das Facebook-Beispiel zeigt, die Europäische Union ist ein Rahmen. Ja? Dann dort, wo Menschenrechte geregelt sind, ist der nächste Rahmen. Die Europäische Menschenrechtskonvention muss noch viel stärker adaptiert werden. Ja, und das soll nicht naiv klingen, auch die UNO hat eine Zuständigkeit. Sie hat ja eine Menschenrechtszuständigkeit. Und was ich schon glaube, ist, dass diese Debatte Recht auf Datenschutz, aber auch ein Grundrecht auf Internetzugang und diese Debatte, die wir führen, die ist noch nicht in der Menschenrechtsdiskussion angekommen. Es gibt wenig Weiterentwicklung bei den Menschenrechten, die sind irgendwie auf einem Level eingefroren, der halt noch sozusagen vor der großen Kommunikationsrevolution waren. Und darin liegt das Problem. Es gibt sozusagen die Revolution der Technik und der Kommunikationsmittel, aber es gibt noch nicht die Revolution im Grundrechtsschutz und den brauchen wir. Die Regelungsrahmen, schwierig sind, sie sind da. UNO, Europäische Union, ja, Europäische Menschenrechtskommission, sie gibt es, muss man adaptieren, dort muss es Weiterentwicklung geben. Aber ich sage nochmal, ich bin optimistisch. Ja. Wir haben ein Zeitlimit uns auf 2 Stunden gegeben, das erreichen wir jetzt. Normalerweise bräuchten wir jetzt irgendwo so einen Abspann. Möchte mich da, weil das eine Kooperationsveranstaltung war, recht herzlich bedanken bei Sender FM, bei den Piraten, bei WinTV und Supertalk und bei den freien Radios dafür, dass das österreichweit und im süddeutschen Raum dann ausgestrahlt wird. Möchte mich beim Publikum entschuldigen, dass Sie nicht zu Wort gekommen sind, was normalerweise bei uns die Möglichkeit ist. Aber wir haben einfach gesehen, wie groß und wie breit das Thema ist. Wir hätten noch viel länger diskutieren müssen. Was mich persönlich wirklich sehr, sehr gefreut hat, man merkt, wenn man sich wirklich auf die Bürgerrechte, auf die Kernthemen zurückzieht, dass das wirklich überparteilich ist. Danke für meine Gäste heute Abend, dass es keinerlei parteipolitischen Hickhack oder was gegeben hat. Da gibt's die Spielwiese. Nein, aber es zeigt einfach wirklich, dass uns das verbindet. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir für Österreich oder auch für Europäer ein Bürgerbild entwickeln, wie wir uns ein Leben als Bürger, als freie Bürger in dieser Welt vorstellen können, ohne dass wir uns die Errungenschaften der modernen Technik sozusagen selber verbieten würden. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ansonsten, es gibt sozusagen jetzt Werbung in eigener Sache.
immer am letzten Dienstag im Monat unseren normalen Q-Talk, der wird über Smart Meter sein. Also bitte in den Kalender reinschreiben, der findet dann auch hier statt. Danke, dass Sie alle die Zeit geopfert haben, an einem Samstag, verlängertes Wochenende, nach Wien zu finden. Wir sehen uns spätestens dann beim übernächsten Dienstag ist das, glaube ich. Danke.